So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Hallo. Ja, ich begrüße Sie herzlich zur 5. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Und begrüße insbesondere für den Senat Herrn Senator Schwarz. Herzlich willkommen. Und Herrn Staatssekretär Biel auch. Wo ist er? Im Augenblick nicht im Raum, aber auch, er ist auch da. Auch herzlich willkommen. So, Herr Biel wird jetzt dabei sein, glaube ich. Und daher kommt noch Herr Schopf, ja, wenn ich das richtig sehe. Genau. So, für die Senatsverwaltung für Finanzen ist heute Jan Schubert und gegebenenfalls Frau Birgit Jahn per Videokonferenz zugeschaltet. Herrn Jan Schubert kann ich identifizieren aus langjähriger Bekanntschaft. Er ist da. Hallo, herzlich willkommen. So, Live-Übertragung. Die Sitzung wird live übertragen in den Multivisionsraum, wo sich die heute anwesenden Medienvertreter und Medienvertreter versammelt haben. Ihnen auch hier ein herzliches Willkommen. Die Sitzung wird außerdem live auf der Website des Abgeordnetenhauses übertragen, sodass ich auch alle Zuschauer und Zuhörer herzlich begrüße. Ich darf feststellen, dass Sie alle mit dem Vorgehen, insbesondere mit den Live-Übertragungen und den Bildtonaufnahmen der Presse einverstanden sind. Das ist erkennbar der Fall. Dann kommen wir zum Thema Lüftungspause. Nach 2 Stunden, also dann kurz nach 16 Uhr, müssen wir eine Lüftungspause vornehmen von 15 Minuten und Sie müssen dann alle den Raum verlassen. An dieser Stelle bereits der Hinweis, dass wir heute bis ca. 18.30 Uhr tagen, wenn wir früher fertig sind, natürlich umso besser. Und der Cateringwagen wird uns heute nochmals um 16 Uhr zur Verfügung stehen, also ungefähr im Zeitraum der Lüftungspause. Deshalb macht es Sinn, das da entsprechend zu machen. So, die Einladung vom 17. März liegt Ihnen allen vor. Ich höre keinen Widerspruch. In der heutigen Sitzung findet die erste Lesung des Haushaltsgesetzentwurfs 2022-2023 statt. Und zwar folgende Einzelpläne Kapitel: Einzelplan 13 Wirtschaft, Energie und Betriebe, Einzelplan 27 Kapitel 27-13 Aufwendung der Bezirke Wirtschaft, Energie und Betriebe. Zum Verfahren im Einzelnen werde ich noch etwas sagen, wenn wir mit den Haushaltsberatungen beginnen. So, gibt es Ihrerseits noch Anmerkungen zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu Punkt 1 der Tagesordnung. Vorlage zur Beschlussfassung, Drucksache 19-0200. Das ist bei uns die 0061, Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2022 und 2023. Hier der Einzelplan 13 sowie der Einzelplan 27 mit dem eben aufgerufenen Kapitel. Erste Lesung. Der Ausschuss befasst sich heute in erster Lesung mit dem Haushaltsplan und beschließt die Berichtsaufträge an den Senat. Ich mache mal den Hinweis, üblicherweise gibt es darüber keinen Streit, sondern das wird einfach gemacht und die Entscheidungen fallen dann in der zweiten Lesung. Die Fraktionen wurden gebeten, vorab Fragen und Berichtsaufträge schriftlich vorzulegen. Die vorab eingegangenen Fragen und Berichtsanträge wurden einer Synopse zusammengefasst, die dem Ausschuss und dem Senat zur Vorbereitung übermittelt wurden. Die Synopse liegt Ihnen zusätzlich noch mal als Tischvorlage vor. Hat jemand diese nicht? Das sehe ich nicht. Also insofern gehe ich davon aus, dass die alle vorliegen. So, zum Ablauf der ersten Lesung. Wir haben uns bereits über die Regularien für die Haushaltsberatung und damit auf die folgenden wesentlichen Punkte verständigt. Es beginnt der Senat mit der kurzen einleitenden Stellungnahme und Erläuterung der dem Ausschuss überwiesenen Kapitel. Auf eine Generalaussprache wird heute verzichtet. Diese findet dann üblicherweise in der zweiten Lesung am 11. Mai 2022 statt. Zusätzlich in der Synopse noch nicht vermerkte Fragen und Berichtsaufträge bitte ich an der entsprechenden Stelle durch die Fraktionen selbst mündlich einzubringen. Und bis spätestens morgen 12 Uhr, das ist schon eine sehr gute Konzession von Frau Helm, vielen Dank dafür, beim Ausschussbüro schriftlich einzureichen. Es ist nicht möglich, gänzlich neue Berichtsaufträge nach der Sitzung schriftlich nachzurechnen, weil diese durch den Ausschuss
beschlossen werden müssen. Also Sie müssen dann den Bezug hier mündlich machen, wenn Sie es bis 12 Uhr nachreichen und nicht im Nachhinein sozusagen etwas, was Sie nicht gesagt haben, dann schriftlich machen. Das würde nicht gehen. Bei der Beratung der einzelnen Titel sollten wir wie folgt vorgehen. Erstens, die Synopse haben wir für die Öffentlichkeit auf der Website zur Verfügung gestellt. Wie bereits per E-Mail mitgeteilt, schlage ich aus zeitlichen Gründen vor, auf eine Verlesung der einzelnen Fragen zu verzichten. Ich sehe da im Augenblick auch keinen Widerspruch. Sollte im Einzelfall seitens einer Fraktion noch der Wunsch bestehen, eine Frage bzw. einen Berichtsantrag vorzutragen oder zu begründen, bitte ich um einen entsprechenden Hinweis. Dieses ist natürlich selbstverständlich zulässig. Zweitens, ich bitte die Fraktion, am Ende der Debatte zu einer von Ihnen eingereichten Frage deutlich zu signalisieren, ob die Frage aus Ihrer Sicht hinreichend beantwortet wurde oder nicht. Sonst müsste die Beantwortung noch mal entsprechend ergänzt werden. Drittens, wenn eine Fraktion ihre Frage als nicht hinreichend beantwortet betrachtet, wird wie in den bisherigen Haushaltsberatungen angenommen, dass die übrigen Fraktionen einem Berichtsauftrag an die Senatsverwaltung zu dieser Frage zustimmen. Das ist die sogenannte Zustimmungsfiktion. Eine Abstimmung über einen Berichtsauftrag erfolgt demnach nur, wenn eine Fraktion widerspricht. Aber auch da weise ich noch mal darauf hin, wäre ein unübliches Verfahren, weil wir eigentlich in der ersten Lesung das entsprechend immer zulassen, damit keiner benachteiligt ist. So, viertens, zur zweiten Lesung werden nur diejenigen Titel aufgerufen, zu denen ein Berichtsauftrag beschlossen wurde, die ausdrücklich zurückgestellt oder angehalten wurden oder zu denen Fraktionen Änderungsanträge schriftlich eingereicht haben. Alle anderen sind sonst durch, wenn es die geben sollte. Es gibt allerdings einen Ausschuss, habe ich heute gelernt, der hat alles angehalten. Also die Variante jetzt auch. Ja, Herr Greff guckt, aber soll heute passiert sein irgendwo. So, wenn das Verfahren soweit klar ist, treten wir nun die erste Lesung des Haushaltsgesetzes ein. Und ich darf den Senat bitten um seine einleitende Stellungnahme. Bitte, Herr Senator Schwarz. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete. Der Ihnen vorliegende Entwurf zum Haushaltsgesetz für die Jahre 2022 und 2023 steht im Zeichen des Neustarts und auch der Transformation. Wir nehmen die Herausforderungen unserer Zeit entschlossen an. Wir fördern die Genesung unserer Wirtschaft. Wir investieren in die wirtschaftliche Infrastruktur. Wir unterstützen unsere Unternehmen bei der Digitalisierung. Wir schaffen Räume für Innovation und bringen die Energiewende voran. Die Eckdaten des Einzelplans 13. Wir haben für 2022 ein Volumen von 833 Millionen, im Vergleich 2021 844 Millionen und in 2023 rund 816 Millionen. Sie kennen das wahrscheinlich, das Besondere an dem Haushalt von unserer Senatsverwaltung ist, dass etwa ein Viertel der Mittel, nämlich damit auch ein wirklich großer Teil, gebunden ist an die BVG und die BSR. Im Jahr 2022 sind das bei der BSR 113 Millionen und 96 Millionen bei der BVG, 2023 124 BSR und 95 Millionen BVG. Die Schwerpunkte, die wir hier im Haushalt setzen, sind erstens Wirtschaftsförderung. Hier geht es um GRW-Mittel, Corona-Hilfen, Neustart. Zweitens Thema Digitalisierung, drittens Start-up-Förderung, für Berlin ja ein sehr wichtiger Bereich, sehr dynamischer Bereich, viertens Messe und fünftens Energiewende. Ich würde, wenn Herr Vorsitzender es gestattet, ganz kurz mal, Sie haben ja das vorhin gesagt, kurz staccato-mäßig so durch die fünf Schwerpunkte gehen. Wirtschaftspolitik heißt natürlich auch immer Wirtschaftsförderung. Der größte Posten in der Wirtschaftsförderung ist GRW. Hier haben wir sowohl 22 als auch 23
jeweils 175 Millionen vorgesehen. Das ist kein neues Instrument, aber es ist nach wie vor ein extrem wichtiges regionalökonomisches Förderinstrument, sowohl betrieblich als auch bezogen auf die unternehmerische Infrastruktur. Denken Sie allein an die Tegel, Urban Tech Republic, Fubik oder auch Vista. Aber auch der Tourismus spielt bei der Infrastruktur eine Rolle. Zoologischer Garten, Tierpark, Botanischer Garten und auch das Thema Bildung, insbesondere bei den Oberstufenzentren und den Ausbildungszentren für Verbundausbildung. Das zeigt, unternehmerische Infrastruktur ist nicht wie früher sklavisch eng auf Straßen und Brücken bezogen, sondern immer mehr an der gelebten Realität ausgerichtet. Und das schafft auch neue Möglichkeiten. Weiterhin begleiten wird uns das Thema Corona-Hilfen. Die Folgen der Corona-Pandemie schlagen stark ins Kontor. Allein jetzt für den Wirtschaftsbereich 2022 sind Mittel von 78 Millionen für die Corona-Unterstützungsleistungen eingeplant und 2023 rund 52 Millionen. Aber auch der Blick nach vorne ist natürlich wichtig. Wir haben ein Programm Neustart für die Wirtschaft ausgearbeitet, gemeinsam mit den relevanten Branchen. Hier hat mein Haus in den vergangenen Wochen und Monaten sehr intensiv zusammengearbeitet mit einzelnen Branchenvertretern und hier insbesondere Maßnahmen sozusagen identifiziert und entwickelt für den Tourismus, für das Gastgewerbe, für die Veranstaltungswirtschaft, für den Einzelhandel, für die Kreativwirtschaft, alles Branchen, Sie ahnen es, die natürlich von Corona besonders stark betroffen waren und jetzt hoffentlich auch in einen Neustart kommen. Das Herzstück ist der Berliner Investitionsbonus. Darüber hinaus haben wir hier die entsprechenden sehr branchenspezifischen Maßnahmen, die sehr konkret sind, entwickelt und die vor allem bedarfsgerecht helfen sollen, das Hochfahren einzelner durch Corona und Reisebeschränkungen etc. Den wieder auf die Sprünge zu helfen. Wir wollen natürlich die Berliner Standorttrümpfe wieder in die alte Erfolgsspur bringen und auch weiterentwickeln, das heißt Unternehmen zu unterstützen und möglichst gestärkt aus der Krise hinauszubringen, wieder sozusagen nach vorne zu bringen. Dafür gibt es auch Leuchtturmprojekte wie zum Beispiel das Thema wirtschaftsnahe Elektromobilität, Welmo. In den Jahren 2023 können wir vor dem Hintergrund des sich erst noch entwickelnden E-Nutzfahrzeugsegments einen wichtigen Beitrag zur Elektrifizierung des Wirtschaftsverkehrs leisten. Innovation, meine Damen und Herren, entstehen aber nicht nur in den Köpfen, sondern vor allem auch an Orten. Und hier sei zunächst mal genannt das Thema Tegel. Wir reden da nur mal, um das einzuordnen, auch in der Planung, um ein Ort für 1000 große und mittlere Unternehmen mit ca. 20.000 Beschäftigten und 2.500 Studierenden, also ein wirklich echtes Zukunftsthema. Und darüber hinaus, Sie wissen das, nicht nur Hochschule und Wirtschaft, sondern auch ein Ort zum Leben, Schuhmacherquartier, 10.000 Menschen auf einem 200 Hektar großen Landschaftsraum. Dann haben wir den Innovationscampus, auch das ein wichtiger Zukunftsort an der Fahrbergstraße in Berlin-Dahlem. Die Heimat für ca. 80 technologieorientierte Start-ups. Also hier sieht man, das sind so die von den Wirtschaftsbereichen her wichtige Zukunftsthemen, wo wir glauben, dass da Investitionen auch langfristig sich gut rechnen würden. Und ich komme mal dann angesichts der Zeit zum Thema Digitalisierung. Auch hier haben wir in dem
Paket wichtige Themen vorangebracht. Gigabit-Strategie ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, haben wir vorgestellt. Aber auch das Förderprogramm Digitalprämie, eine Transformationshilfe in Höhe von 6,5 Millionen in 2022 und 2,5 Millionen in 2023. Das ist wichtig, um die Unternehmen hier, gerade die kleinen und mittleren Unternehmen, sozusagen in der Transformation, in der so wichtigen Transformation auch aktiv zu unterstützen. Das Thema Start-ups ist natürlich ein strategisch wichtiges Thema für Berlin. Auch hier wollen wir die gute Entwicklung der vergangenen Jahre weiter unterstützen. Im letzten Jahr sind 10,5 Milliarden Venture-Kapital in die Stadt geflossen zu unseren Start-ups. Und ich glaube, das zeigt, dass es sich lohnt, in den Bereich zu investieren, weil hier eben auch ein Hebel angesetzt wird für die wirtschaftliche Entwicklung in unserer Stadt. Viertes Thema, Schwerpunkt Messe. Auch hier ist klar, dass die Corona-Pandemie die Messe in ihrem Kerngeschäft hart getroffen hat. Wir hatten Absagen großer Messen. Wir hatten die Grüne Woche, die abgesagt worden ist. Wir hatten den Präsenzteil der ITB, der abgesagt worden ist, der aber, glaube ich, zum großen Teil eben auch im Online-Bereich funktioniert hat. Und wir hoffen natürlich, dass jetzt in wenigen Tagen auch mit der Food Logistica, oder wir sind uns sicher, dass das ein gutes Zeichen auch für die Messe sein wird, dass die jetzt auch präsent stattfinden wird. Aber das Wiederanlaufen des Messegeschäfts nach dem Abklingen der Corona-Maßnahmen ist wichtig und bedarf eben auch in besonderer Weise der Unterstützung durch uns, durch den Gesellschafter, durch das Land Berlin. Wir haben hier, um nur einmal ein paar Zahlen zu nennen, für die Unterhaltung der Messe in 22 und 23 jeweils 18 Millionen vorgesehen. Dann auch Kapitalzuführung in 22 von 36,5 Millionen und 7,5 Millionen in 2023. Zudem wissen Sie, dass im Messegelände investiert werden muss, denn nur mit einem wettbewerbsfähigen Gelände kann es gelingen, das Messegeschäft eben auch nach der Pandemie wieder zukunftsfähig zu gestalten. Letzter Schwerpunkt Energiewende. Das ist natürlich auch vor dem Hintergrund was wir jetzt gerade geopolitisch erleben, natürlich noch dringender, hier auch die richtigen Akzente zu setzen, dass wir hier auch zu einer nachhaltigen Energieversorgung kommen, in der wir auch strategisch unabhängiger sein werden vom russischen Gas und auch überhaupt von fossilen Energieträgern. Wir unterstützen private Haushalte, Unternehmen und die Bezirke durch Fördermaßnahmen, Investitions- und Beratungsangebote bei der Errichtung von Solaranlagen und auch ganz, ganz wichtig bei der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen. In 2022 werden wir hier für rund 2 Millionen in die Hand nehmen und in 2023 rund 18 Millionen. Und wir hoffen, dass der Haushaltsplanentwurf hier auch einen Beitrag zur Unterstützung des Solarausbaus in Berlin leisten kann, um das Ziel zu erreichen, 25% des erzeugten Stroms aus Solarstrom zu decken. Durch das Förderprogramm werden Investitionsanreize gesetzt und eben auch die Transformation, die Solarwirtschaft in Berlin gestärkt. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, eines ist allerdings klar, die genannten Schwerpunkte unseres Einzelplans lassen sich nur mit einem ausreichenden Personaleinsatz und Ansatz in die Tat umsetzen. Von den insgesamt rund 468 im Haushaltsplan veranschlagten Stellen und Beschäftigungspositionen entfallen 41,5 auf neue Finanzierung. 9 davon werden für die Bearbeitung von Corona-Soforthilfen genutzt. Die weiteren werden unter anderem verwendet für Digitalisierungsfragen und die Gigabit-Strategie.
die Vergabekammer, die Geldwäscheaufsicht, die Gewerbeflächenentwicklung, die Umsetzung des Solargesetzes, die sowie 9 Stellen für die Regulierungsbehörde und 3 Stellen für die Überwachung von Wegstreckenzählern in Taxis und Mietfahrzeugen, das zum Stichwort Uber. Abschließend, ich bin der festen Überzeugung, dass uns auf Grundlage des vorliegenden Entwurfs der Neustart und die notwendige Transformation gemeinsam mit den Unternehmerinnen und den Unternehmern in unserer Stadt gelingen wird. Herzlichen Dank und ich freue mich jetzt auf die Erörterung. Vielen Dank, Herr Senator, für die Vorstellung Ihres Einzelplans und dem weiteren Kapitel. Dann können wir jetzt in die Beratung eintreten. Und Sie haben ja alle die Synopse vor sich. Ich bitte die jetzt dann spätestens zur Hand zu nehmen oder auf Ihrem Laptop. Position 1 ist KMU-Forderung. Fraktion SPD, Grüne und Linke. Bemerkung, schriftlicher Bericht. Gibt es zu dieser Position 1 Wortmeldung? Dann ist das so. Dann Position 2, Tourismus, ebenfalls SPD, Grüne und Linke, auch schriftlicher Bericht. Gibt es hierzu Wortmeldung? Dann ist das auch so. Dann Position 3, Gewerbeflächen und Gewerbeschutz, wieder SPD, Grüne und Linke, schriftlicher Bericht. Dazu Kollege Greff, bitte. Vielen Dank, Herr Wolzner. Vielleicht, Herr Volzner, Herr Senator, könnten Sie mal kurz, weil ich hatte gerade den Titel gesucht, Sie haben ja da auch etwas einen separaten Punkt aufgeführt, ganz kurz 3 Worte dazu sagen, ob es da möglicherweise auch, wie lange gefordert, runde Tische mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung gemeinsam gibt, um dann bezirkliche Pläne zu erarbeiten. Der Titel heißt ja ein wenig anders, den Sie ja vorgesehen haben. Also jetzt eine Rundabfrage, die Koalitionsfraktionen gemacht haben. Aber es gibt ja dazu einen Titel. Können Sie dazu vielleicht 2 Worte sagen, kurz? Wer soll da was zu sagen? Die aus den Fraktionen heraus oder der Senat? Der Senat. Senat, alles klar. Sie müssen mir jetzt sagen, welchen Titel Sie meinen, Herr Greff. Da müssen Sie jetzt schon... Ja, da muss ich durch, da haben Sie recht. dann brauche ich einen Augenblick. Müssen wir es gegebenenfalls später wieder aufrufen, aber haben wir noch in dem Kapitel. Nachhalten. Es geht um... die Kapitel stehen hier nämlich nicht da. Das genau. Kann man nur die laufenden Nummern. Gewerbeflächen und Gewerbeschutz geht's. Herr Schwarz, aber wir gehen dann mal vielleicht, Herrn Greff folgend, erstmal zu Punkt 4 weiter. Und Herr Greff, wenn Sie soweit sind, geben Sie mir ein Signal. So, dann Nummer 4, Personal. Auch wieder SPD, Grüne und Linke. Dort wollen die 3 Fraktionen etwas mündlich hören, Herr Senator. Dann haben Sie das Wort. Ja, vielen Dank. Die Frage zum Personal. Aktuell sind bei der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe insgesamt 28,25 Stellen unbesetzt. Hinzu kommen jetzt die im Rahmen der Haushaltsanmeldung verständlicherweise beantragten Mehrbedarfe. Die Zahl der aktuell unbesetzten Stellen resultiert zum einen aus der Fluktuation, die relativ hoch ist, 11,5 Stellen seit Dezember 2021 und der Stellenbesetzungssperre im Rahmen der vorläufigen Haushaltswirtschaft. Einige Stellen werden für Nachwuchskräfte bzw. Anwärterinnen und Anwärterinnen vorgehalten. Zum anderen konnten mehrere Stellen trotz mehrfacher Ausschreibungen leider noch nicht besetzt werden, weil geeignete Bewerberinnen und Bewerber fehlten, beziehungsweise ausgewählte Bewerberinnen und ausgewählte Bewerber dann kurzfristig abgesagt haben. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe benötigt aktuell durchschnittlich, das ist ja auch die Frage, knapp 3 Monate von der Stellenausschreibung bis hin zur Kommunikation der Auswahlentscheidung an den ausgewählten Bewerbenden. Damit liegt übrigens unser Haus innerhalb der Vorgabe von der Senatsverwaltung für Finanzen, die hier 3 Monate vorsieht. Diese Vorgabe kann aufgrund zahlreicher, in der Regel eben auch gesetzlich vorgesehener Fristen nicht weiter verkürzt werden.
Es gibt dabei zur Erinnerung folgende Fristen, die einzuhalten sind: die Beteiligung der Beschäftigtenvertretung bei der Stellenausschreibung, das sind 2 Wochen, Bewerbungsfrist 2 bis 4 Wochen, Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung und Frauenvertretung bei der Vorauswahl, das sind 2 Wochen, Einladung der Bewerbenden mit Vorlauf, das sind wiederum 2 Wochen vorher, und manchmal ist dann auch ein Ersatztermin notwendig, da kommen dann nochmal 2 bis 3 Wochen hin bei Krankheit oder gebuchten Urlaub, eben dann auch entsprechend nochmal einige Wochen. Und dann gibt es ja nochmal die Beteiligung der Beschäftigtenvertretung bei der Stellenbesetzung, die in der Regel eben auch 2 Wochen ausmacht. Man sieht, das ist einfach aufgrund dieser Regelung kaum verkürzbar. Die Beschäftigtenvertretungen der Senatsverwaltung nehmen, das muss man allerdings sagen, hier selten die ihnen zur Verfügung stehenden Beteiligungsfristen voll in Anspruch. Wäre dies der Fall, dann würde allein die Beteiligung der Beschäftigtenvertretung insgesamt 6 Wochen betragen. Damit könnten dann eben auch die Vorgaben von 3 Monaten in der Regel nicht eingehalten werden. Und man muss dann auch noch hinzufügen, dass nach der Zustimmung der Beschäftigtenvertretung zur Stellenbesetzung weitere Fristen bis zur endgültigen Stellenbesetzung zu berücksichtigen sind. Es gibt gesetzliche Wartefristen nach Absage der Mitbewerbenden, das sind eben auch nochmal 2 Wochen. Bei Stellen ab A16 und AT1 müssen noch die Beteiligung der Personalkommission und des Senats erfolgen. Und außerdem muss man ja auch noch die Kündigungsfristen des ausgewählten externen Bewerbenden bzw. Versetzungsfristen innerhalb des Landes Berlins berücksichtigen. Sie sehen, das ist nicht einfach, und da sind 3 Monate, glaube ich, schon sportlich. Aber wir erreichen das. Vielen Dank, Herr Senator. Bitte immer das Mikro ausmachen. Die Technik hat mich eben darauf hingewiesen, dass sonst mit der Aussteuerung das nicht vernünftig klappt. So, jetzt habe ich erstmal den Kollegen Wolf. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Senator, für die Ausführungen. Meine Frage ist, Sie haben jetzt im neuen Haushalt und auch im Neustart-Wirtschaftsprogramm viele neue Förderprogramme aufgelegt. Wie passt das zusammen mit den nicht besetzten Stellen und den vakanten Stellen? Schaffen Sie es, diese Förderprogramme dann ausreichend zu administrieren und an den Start zu bringen, wenn die Personalsituation bei der Neubesetzung so schwierig ist und so viele vakante Stellen sind? Vielen Dank. Danke sehr. Dann Herr Senator dazu. Dafür gehen wir aus, dass wir das dann auch mit entsprechendem Personal auf die Straße bringen, sozusagen. Tja, so ist es, wenn ein Senator aus der Wirtschaft kommt, Herr Kollege von der FDP. Dann gibt es eine kurze, klare Antwort. So, Herr Kollege Weibler, bitte. Genau, für einen Senator, der aus der Wirtschaft kommt. Das ist ja tatsächlich nicht nur in Ihrer Verwaltung ein Problem, die Stellenbesetzung. Also sicherlich einerseits die Dauer der Verfahren, aber andererseits dann eben auch geeignete BewerberInnen zu finden. Vielleicht können Sie kurz in 3 Sätzen umreißen, welche Strategien entwickelt denn Ihr Haus für eine strategische und nachhaltige Personalgewinnung? Vielen Dank, Herr Kollege. Jetzt Herr Kollege Chaya, auch zu dem gleichen Thema nehme ich an. Dann sammeln wir vielleicht, und der Senator kann den zusammen beantworten. Herr Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bin für die eben gestellte Frage sehr dankbar. So ähnlich hätte ich sie wahrscheinlich auch formuliert. So, dann sehe ich keine weitere Frage, Herr Senator. Das geht natürlich bei allen Maßnahmen darum, auch uns als attraktiven Arbeitgeber zu präsentieren. Und wie wir das jetzt in konkreto machen, da würde ich sinnvollerweise an unsere verantwortliche Personal oder Frau, ich sehe, Frau Schmitz ist schon auf dem Sprung, oder wäre das eher für Frau Henschke eine Beantwortung? Frau Henschke würde gerne. Ja, okay. Also die Maßnahmen. Sie können etwas leiser sprechen, ja, jetzt sind Sie schon zu laut. Alles klar, gut. Die Maßnahmen zur Personalgewinnung und Bindung sind sehr umfangreich und sehr vielfältig. Wir betreiben hier ein Personalmanagement, Gesundheitsmanagement und haben auch im letzten Jahr angefangen, ein Diversity Management aufzubauen. Wir stellen möglichst, um auch kurzfristig und schnell Personal zu gewinnen,
befristet Berufsanfänger ein für 1 bis 2 Jahre, die wir entfristen, wenn sich die Kolleginnen und Kollegen bewähren. Wir haben unsere Mitarbeiteranzahl ausgebaut, die Auswahlverfahren durchführen, um mehr Auswahlverfahren parallel betreiben zu können. Wir sind sehr bemüht um unsere Nachwuchskräfte, die von der Innenverwaltung kommen. Also das sind die Kolleginnen und Kollegen, die sich die Beamtenlaufbahn durchlaufen. Unser Haus ist allgemein aufgrund seiner internationalen Ausrichtung der Aufgaben und das bei unser Haus auch nicht so groß ist, sehr, sehr beliebt bei Nachwuchskräften, sodass wir auch viele Stellen und viele Praktikas anbieten und viel ausbilden mit dem Ziel, dass auch viele gute Kolleginnen und Kollegen über diesen Weg an uns binden können, die wir dann von der Innenverwaltung nach ihrer Ausbildung übernehmen. Wir bieten für Studenten, die an der Fachhochschule studieren, Praktikas an, sodass wir hier auch frühzeitig unterwegs sind, um Studierende mit dem passenden Studiengang öffentliches Recht, Verwaltung, Jura frühzeitig an unser Haus zu binden. Wir sind aktiv, was Personalmarketingmaßnahmen angeht. Wir haben einen Auftritt bei Xing und damit gekoppelt bei Kununu, einer Arbeitgeberplattformbewertung. Diese wollen wir jetzt noch weiter ausbauen, sind dabei, uns dort eben auch regelmäßig zu verkaufen. Wir pflegen einen engen Austausch mit unseren Nachwuchskräften, die wir hier im Haus ausbilden, und fragen diese regelmäßig, wie es ihnen hier geht, ob sie gut betreut werden. Weiterhin befragen wir auch die neuen Mitarbeiter, die wir einstellen nach 3 Monaten schriftlich mit einem Feedbackbogen ab, wie deren Anfang bei uns im Haus war, wie die Einarbeitung war, um den Prozess des Onboardings noch weiter zu optimieren und damit auch die Kolleginnen und Kollegen im Haus zu halten. Weiterhin bemühen wir uns, wenn möglich, natürlich Kolleginnen und Kollegen, die sich verändern wollen, die sich entwickeln wollen, auch durch entsprechende Angebote in unserem Haus zu halten. Ja, vielen Dank für die Beantwortung. Dann der Kollege Czaja, bitte. Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Ausführung. Für mich tut sich im Augenblick ein Widerspruch auf. Vielleicht können Sie den auflösen. Im Koalitionsvertrag haben Sie ja miteinander verabredet, Herr Senator, dass Sie gute Arbeit fördern wollen. Sie haben dazu auch eine klare Haltung geprägt. Jetzt höre ich, dass Sie mit befristeten Arbeitsverhältnissen arbeiten, bis zu 2 Jahren. Ist das nicht ein Widerspruch zum Koalitionsvertrag und der grundsätzlichen Haltung? Herr Senator Schwarz, zur Beantwortung. Generell strebt die Koalition natürlich eben nicht befristete Arbeitsverträge an, aber es ist eben aus der Aufgabe heraus, wie wir gerade gesehen haben, natürlich manchmal eben auch unabdingbar, um sozusagen passgenau Personalstellen besetzen zu können, die eben auch sozusagen auch an den Aufgaben eben orientiert sind. Aber Sie wissen, dass natürlich der Anspruch dieser Koalition ist und natürlich auch bei den eigenen Beschäftigten hier auch langfristige gute Arbeitsplätze zu sichern und auch anzubieten. Vielen Dank. Dann frage ich mal die Runde, gibt es weitere Fragen? Ist der Punkt dann mündlich beantwortet? Das ist der Fall. Dann würden wir jetzt zurückgehen zu dem Punkt 3 und ich würde dem Kollegen Greff das Wort geben. Ja, vielen Dank, Herr Volzner. In der Tat würde ich nochmal nachfragen. Ich könnte mir vorstellen, das ist der Titel 52, 610, 680 ist. Sie haben da aufgeführt, Gutachten zur Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation innerstädtischer kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe und haben da Summe 0 eingestellt. Jetzt hat die Koalition zu Recht gefragt, was gibt es denn Kapitel und Titel übergreifend zum Thema Verdrängung, möglicherweise auch nach Covid, also gerade Wirtschaft und stadtentwicklungspolitische Instrumente. Und mich würde mal interessieren, wenn nicht, gerne schriftlich dann, wie besprochen, aber ob Sie mal darstellen können, was es da gegebenenfalls mit der Stadtentwicklungsverwaltung gemeinsam für Aufgaben oder Projekte gibt und wo wir die konkret im Haushalt finden können.
So, dann frage ich mal Senator Schwarz, wollen Sie jetzt was dazu sagen? Sonst geht es. Hier ist ein schriftlicher Bericht vorgesehen, aber ich kann kurz, das, wenn das gewünscht ist, so hatte ich die Frage verstanden, kurz darauf eingehen. Also wir haben hier, wenn ich das richtig sehe, im Titel 526609, ist das richtig, Herr Faude? Das ist richtig, sagt er mir, sehr gut. Da haben wir zur Weiterentwicklung Berlins als wachsende Stadt eben auch die Entwicklung und Sicherung von gewerblich genutzten Flächen und die Bereitstellung ausreichender Gewerbeflächenpotenziale als notwendig erachtet. Es geht nicht nur um die Bereitstellung entsprechender ausreichender Größenordnung, sondern immer auch um die Qualifizierung von entsprechenden Flächen. Und nach der Fertigstellung des Step Wirtschaft sollen durch Herausarbeitung und Aufbereitung einzelner Flächen die innovativen Cluster und zukunftsweisenden Produktionsstandorte lokalisiert und auch dargestellt werden. Sie wissen das, die Berliner Wirtschaft besteht zu 90% aus KMU, die überwiegend in den Industrie- und Gewerbestandorten ansässig sind, die künftig mehr Aufmerksamkeit, auch mehr politische Aufmerksamkeit erhalten sollen. In vielen Bestandsgebieten sind international agierende kleine und mittlere Unternehmen auf einem technologisch extrem hohen Niveau zu finden, zum Beispiel als Hightech-Betriebe und in ihrer Branche oder als Zulieferer auch international eine hohe Bedeutung haben. Auch solche Standorte arbeiten intensiv mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen zusammen. Und genau diese Standorte sind auch wichtiger Baustein der Berliner Wirtschaft, die es zu stärken gilt. Insgesamt kommen folgende Maßnahmen in Betracht, also Lokalisierung und Analyse von lokalen innovativen Verflechtungen und grafische Aufbereitung, dann Analysen von bestehenden Netzwerken innerhalb dieser Bereiche im Kontext eben auch der Berliner Zukunftsorte und dann eben entsprechende Vorbereitung und Qualifizierung der Flächen. Ein Teil des Ansatzes wird für eine Machbarkeits- und Konzeptstudie zur Umnutzung der Flächen auch der ehemaligen Industriebahntrasse Tegel-Friedrichsfelde genutzt. Grüner Gleisbogen. Hier ist ein Mitteleinsatz in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen. Es handelt sich dabei um ein Gemeinschaftsprojekt der Häuser Senn-UMVK, dann Senn-SBW, unserem Haus und auch der Bezirke Lichtenberg, Pankow und Reinickendorf. Zielstellung des Projektes ist die Sicherung der ehemals als Industriebahn genutzten Flächen für eine bezirksübergreifende Grün- und Wegeverbindung durch den Berliner Norden mit eben, das ist wichtig, arrondierenden Gewerbeflächen, die Flächen für gewerbliche Nutzung in den sozusagen Aufweitungsbereichen des ehemaligen Güterbahnhofs. Die Finanzierung der Machbarkeitsstudie erfolgt eben mittels Sammelfinanzierung aller sechs Projektpartner und die Federführung hat hier Senn-UMVK. Wenn Sie fertig sind, machen Sie Ihr Mikro wieder aus. Ach, sorry. Ja. So, dann frage ich mal Richtung des Kollegen Greff. Ist das aus Ihrer Sicht beantwortet? Sonst müssten Sie dann noch schriftlich bis morgen 12 Uhr einreichen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nee, ich glaube nicht, weil ich glaube, es war keine Antwort auf die Frage. Aber da die Koalition ja einen schriftlichen Bericht gefordert hat, warten wir den ja einfach ab. Und ne? Vielen Dank. Alles klar, dann können wir weitergehen in der Tagesordnung und kommen dann zu Nummer 5, Frauenförderung, schriftlicher Bericht von SPD, Grüne und Linke. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann Nummer 6, Förderprogramme, auch schriftlicher Bericht von SPD, Grüne und Linke. Gibt es dazu Wortmeldungen? Auch nicht der Fall. Dann Nummer 7, Anstalten öffentlichen Rechts, schriftlicher Bericht SPD, Grüne und Linke. Dazu Wortmeldung?
Auch nicht der Fall. Dann Nummer 8, Einkaufsstraßen, SPD, Grüne und Linke. Und da ist der Wunsch einer mündlichen Beantwortung. Bitte, Herr Senator. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, die Frage war hier, welche Maßnahmen plant die Senatsverwaltung zur Steigerung der Attraktivität der Einkaufsstraßen? Zentren und Einkaufsstraßen sind von mehreren Seiten aus zu unterstützen. Die städtebaulichen und stadtentwicklungspolitischen Entwicklungen von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Einkaufsstraßen liegen natürlich in der Zuständigkeit von SEN-SBW. Um aber den lokalen Einzelhandel zu stärken und dadurch die Geschäftsstraßen und Einzelhandelsstandorte in den Bezirken in ihrer Vielfalt zu erhalten und zu revitalisieren, soll für den Handel konkret zur Unterstützung der digitalen Sichtbarkeit in Zusammenarbeit von Visit Berlin und dem Handelsverband ein verstärktes Marketing, zum Beispiel zur Weihnachtszeit oder auch durch Shopping-Weeks organisiert werden. Für 2022 und 2023 sind hier insgesamt 850.000 Euro vorgesehen. Hier gibt es ja, glaube ich, noch keine Titelbezeichnung in der Frage. Dann ist das hier Kapitel oder Titel 68316 Nummer 7. Und zudem erhält der stationäre Handel in Berlin passgenaue Informationsformate und Vernetzungsangebote zu Fragen rund um die digitale Transformation, Fördermöglichkeit, aber auch Genehmigungs- und Behördenfragen durch die temporäre Erweiterung des Angebots des Unternehmensservice, also Berlin Partner. Sozusagen bietet hier zeitlich begrenzt ein spezifisches Angebot genau für diese Fragen, für den Einzelhandel. Das ist hinterlegt für 2022 und 2023 mit insgesamt 650.000 Euro zu finden. Das Ganze im Titel 68316 Nummer 7. Und damit der Handel zukunftsfähig bleibt, hat meine Verwaltung hier gemeinsam mit dem HBB das Energiesparnetzwerk des Berliner Handels ins Leben gerufen. Dabei werden kleine bis mittlere Händlerinnen und Händler vor Ort für das Thema Energieeffizienz sensibilisiert. So, das vielleicht mal dazu als Einspruch. Antwort. Ja, ja. So, vielen Dank. Dann frage ich mal in Richtung des Ausschusses. Ist das damit beantwortet? Nein, bitte sehr. Gut. Nur noch eine kurze Nachfrage dazu. Das Marketing ist ja das eine, aber es geht ja darum, dass der Einzelhandel Online-Chancen nutzt, also auch um hybride Geschäftsmodelle oder so. Ist das denn dann da auch mit drin? Kann das auch mündlich beantwortet werden, Herr Senator? Natürlich sind auch Marketing, Online-Marketing-Maßnahmen natürlich auch Teil von hybridem Shopping, also ich glaube, sogar ein ganz wesentlicher Teil, um sozusagen Besucherströme da auch hinzulenken. Ich sehe jetzt gerade, hat sich Frau Sabanovic, die da extrem tief im Thema drin steckt, hier angemeldet. Wenn Sie das nochmal ergänzen wollen, Frau Sabanovic. Ja, sehr gerne. Also wenn die Frage nochmal dahin gerichtet war, wie der Handel selbst unterstützt wird, um sich zu digitalisieren, da greift das Projekt von Berlin Partner an, was wir aufgesetzt haben, nämlich die Unternehmen dabei zu beraten und zu begleiten, sich stärker zu digitalisieren und sofern noch nicht erfolgt, ins Online-Geschäft einzusteigen. Das Berlin-Partner hat ja den Unternehmensservice, der jetzt nochmal um den Handel quasi erweitert wird, dass die Handelsunternehmen da auch eine genaue Unterstützung eben erfahren, wenn das die Frage ist, wenn ich das so richtig verstanden hatte. Ja, vielen Dank. Dann habe ich den Kollegen Schadach dazu.
Ja, vielen herzlichen Dank. Eine Frage zu dieser Zentreninitiative mittendrin Berlin. Gibt es da auch Verschränkungen? Weil das hat ja auch was ein bisschen mit Zentren und Geschäftsstraßen zu tun, ja. Herr Senator? Frau Sabanovic, können Sie da das nochmal ergänzen? Ja, sehr gerne. Ja, das greift gut ineinander. Also die Initiative mittendrin ist ja eine Gemeinschaftsinitiative von der Stadtentwicklungsverwaltung und der Wirtschaftsverwaltung, richtet sich aber eher sozusagen auf die stadtentwicklungspolitischen Aspekte, also dass Geschäftsstraßen durch verschiedene Ansätze, Wettbewerbe die Möglichkeit haben, sich zusammenzuschließen und ihre Geschäftsstraßen durch verschiedene Instrumente zu verbessern. Und insofern greift, sagen wir mal, das Marketing, was sich an Touristen richtet, zusammen mit dem Unternehmensservice, der die einzelnen Unternehmen betreut, plus einer Initiative mittendrin, die dann so spezifische Projekte im Sinne von Best Practice unterstützt, passt das eigentlich oder greift das eigentlich ganz gut ineinander. Mittendrin gibt es ja schon ein bisschen länger, aber die Instrumente, die wir jetzt hier aufgesetzt haben als Haus, glaube ich, passen da ganz gut dazu. So, danke. Dann habe ich den Kollegen Schwarze noch dazu. Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Ich hätte noch eine ergänzende Frage, inwiefern auch die Attraktivität der Einkaufsstraßen, also zum Beispiel durch bauliche Veränderungen oder Maßnahmen gesteigert wird und ob es hier gegebenenfalls auch, weil das ja vielleicht andere Häuser betrifft, übergreifende Überlegungen zu gibt. Bitte, Herr Senator. Ja, damit die Berliner Zentren weiterhin als lebenswerte, gesellige Räume für Bürgerinnen und Bürger und auch für Touristinnen und Touristen wahrgenommen sind, ist bei ihrer Weiterentwicklung natürlich auch ein Zusammenspiel zwischen Stadtentwicklung, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsaspekten erforderlich. Dafür regt mein Haus auch weiterhin im Sinne eines ganzheitlichen Managements einen ressortübergreifenden Austausch an. Unabhängig von den wirtschaftspolitischen Maßnahmen sind seitens der Branchen aber auch längerfristige Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel verkaufsoffene Sonntage, Lieferzonen, städtebauliche Entwicklung in den Einkaufsstraßen, Kiezbudgets etc. an uns herangetragen werden, welche wir als ressortübergreifende Aufgaben im Themenspeicher auch berücksichtigt haben und den gemeinsam mit den Ressorts für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen und aber auch SEN-IAS, Stichwort Sonntagsöffnung, erörtern werden. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Ist der Punkt jetzt beantwortet? Erledigt? Ja, der ist dann erledigt. Okay. So, dann kommen wir jetzt zum Punkt 9. Soziale und solidarische Ökonomie, SPD, Grüne und Linke, schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir 10, Kreislaufwirtschaft, SPD, Grüne und Linke, ebenso schriftlicher Bericht. Ist dazu Wortmeldung? Ist auch nicht der Fall. Dann kommen wir zu Punkt 11, Integration und Partizipation, SPD, Grüne und Linke. Und da ist eine mündliche Antwort vorgesehen. Bitte, Herr Senator. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, was tut unser Haus hier? Zunächst einmal ganz aktuell, jetzt in Bezug auf die Abordnung von Beschäftigten, das ist ja auch eine Unterstützung hier für Geflüchtete im Rahmen der Ukraine-Krise, haben wir zwei Beschäftigte unseres Hauses abgeordnet bzw. freigestellt, um an der Bewältigung der Flüchtlingskrise mitzuwirken. Es gibt aber noch weitere, die sich bereit erklärt haben, sich hier abordnen zu lassen. Zurzeit sind es 6 weitere. Also auch hier kommt sozusagen unmittelbar und aktuell aus dem Hause Unterstützung. Zurzeit gibt uns das LRF hier allerdings nach eigener Auskunft bedankt sich und wird dann sozusagen bei Bedarf darauf auf uns zurückkommen, wenn wir sozusagen diejenigen, die sich bereit erklärt haben, hier dann auch konkret abzuordnen haben. Wir haben, was machen wir darüber hinaus? Wir haben im April 2020 in unserer Verwaltung ein hausinternes Diversity Management etabliert.
Ziel ist, eine Kultur der Wertschätzung von Vielfalt zu schaffen, das aufzubauen bzw. auszubauen und dabei natürlich auch die vielen gesetzlichen Maßnahmen einzuhalten, umzusetzen, weiterzuentwickeln. Hierbei orientieren wir uns an dem landesweiten Leitbild Weltoffenes Berlin, chancengerechte Verwaltung. Im November 2021 hat unsere Verwaltung zudem die Charta der Vielfalt unterzeichnet, um sich auch öffentlich zum Thema Vielfalt und Diskriminierung zu bekennen. Alle Beschäftigten der Verwaltung erhalten regelmäßig Informationen zu aktuellen Themen rund um Diversity sowie über Fortbildungsangebote, um die eigenen Diversity-Kompetenzen zu fördern. Diese Kompetenzen und auch migrationsgesellschaftliche Kompetenz wurden zudem in den Anforderungsprofilen aufgenommen und sind damit, und das ist immer wichtig, insbesondere bei den Führungskräften auch beurteilungsrelevant. Zur Förderung der Integration und Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen nicht deutscher Herkunft ist hier insbesondere das Berliner Gesetz zur Förderung der Partizipation in der Migrationsgesellschaft zu nennen. Dieses Gesetz fordert unter anderem einen Förderplan inklusive Analyse, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund in der jeweiligen Verwaltung beschäftigt sind, für die erforderliche Datenerhebung. Dazu muss man sagen, die Angaben sind freiwillig. Also für die erforderliche Datenerhebung bei eingehenden Bewerbungen und einer Bestandsaufnahme von Menschen mit Migrationshintergrund unter den Beschäftigten der SenWeb wird die Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung noch ein landesweit einheitliches Vorgehen uns vorgeben. Bei der Konzeption von Personalmarketingmaßnahmen werden unter anderem zur Erhöhung des Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund die Anforderungen an eine diversity-gerechte Ausgestaltung, Stichwort Sprache und Bilder, berücksichtigt und die Stellenausschreibung unseres Hauses enthalten unter anderem auch folgenden Satz: Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten, Religionen, sexueller Identitäten und jeden Alters. Die Personalauswahlentscheidungen beruhen seit vielen Jahren auf den für unser Haus formalen Anforderungen Bachelor für den gehobenen Dienst und Master für den höheren Dienst sowie auf den Kompetenzen und Erfahrungen, die für eine erfolgreiche Wahrnehmung für das jeweilige Aufgabengebiet erforderlich sind und entsprechend nachgewiesen werden müssen. Persönlichkeitsmerkmale wie Geschlecht, Hautfarbe, Migrationshintergrund spielen natürlich keine Rolle. So, vielen Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ist die mündliche Beantwortung erfolgt? Nein, Herr Kollege Czaja, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Senator, ich würde gern nur für mich eine Zahl ins Verhältnis setzen. Sie haben davon gesprochen, dass zwei Personen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung derzeit schon abgeordnet sind. Es sechs weitere gibt, also in Summe acht. Steht im Verhältnis zu wie vielen Beschäftigten in Ihrem Haus? Herr Senator? Wir haben zurzeit roundabout, also knapp 400 Beschäftigte und wir haben da den Aufruf gestartet und haben das jetzt allerdings erstmal, weil sozusagen jetzt die Pipeline voll ist, jetzt auch nicht mehr weiter forciert. Aber ich bin mir sicher, dass da weitere bei Bedarf weitere Mitarbeiter aktiviert werden können. Ich würde zu der Beantwortung der Frage mal an meinen Amtsleiter weitergeben, der da noch mal vielleicht konkrete, wenn das der Vorsitzende gestattet, Angaben machen kann. Herr Staatssekretär Biel, bitte. Herr Vorsitzender, sehr geehrter Abgeordneter Czaja, in der Tat ist es so, dass das die Personen sind, die sofort zum Einsatz kommen könnten. Es haben etliche andere erklärt, auch mithelfen zu wollen. Zurzeit ist es so, dass 420 oder bis zu 420 Menschen in Tegel für die Registrierung benötigt werden bei Volllast. Wir haben aus den Senatsverwaltungen in Berlin zurzeit insgesamt über 600 Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen, die helfen würden und auch werden. Diese werden zum jetzigen Zeitpunkt aber alle gar nicht gebraucht. Wenn die
voller Stars sind es ungefähr 420 und deswegen ist es auch in Ordnung, dass nicht aus jeder Senatsverwaltung sich 150 Kolleginnen und Kollegen melden. Aber zu Ihrer Information, es gibt weitere, die darüber hinaus helfen würden. So, danke. Dazu noch Wortmeldung? Ist nicht der Fall. Doch, Kollege Schaier. Ich wollte mich nur bedanken für die Einordnung, weil das natürlich eine großartige Zahl ist, die Sie da gerade hier dem Ausschuss auch mitgeteilt haben. Vielen Dank auch bei den Beschäftigten, dass Sie das so machen. So, danke sehr. Ist das dann damit mündlich beantwortet? Das ist der Fall. Dann kommen wir zu Nummer 12, Migrantische Ökonomie, SPD, Grüne und Linke schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann Nummer 13, Clusterstrategie, SPD, Grüne und Linke schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist auch nicht der Fall. Dann 14, Grundsatzangelegenheiten der ökologischen Wirtschaftspolitik, SPD und Grüne und Linke schriftlicher Bericht. Wortmeldung sehe ich nicht. Dann 15, Zukunftsorte, SPD, Grüne und Linke schriftlicher Bericht. Wortmeldung sehe ich nicht. Dann 16, Geldwäscheprävention, SPD, Grüne und Linke schriftlicher Bericht. Keine Wortmeldungen. Dann 17, Vergaben und Beschaffung, SPD, Grüne und Linke schriftlicher Bericht. Keine Wortmeldungen. Dann 18, Entwicklungspolitik und Fairtrade, SPD, Grüne und Linke schriftlicher Bericht. Keine Wortmeldungen. Dann 19, sozial-ökologische Transformation, SPD, Grüne und Linke schriftlicher Bericht. Auch hierzu keine Wortmeldung. Dann 20, E-Mobilität, SPD, Grüne und Linke schriftlicher Bericht. Auch keine Wortmeldung. Dann 21, Energiearmut, SPD, Grüne, Linke, schriftlicher Bericht. Keine Wortmeldungen. Dann 22, automatisiertes Fahren, SPD, Grüne und Linke, schriftlicher Bericht. Auch keine Wortmeldung. Und dann 23, Gründungsförderung, SPD, Grüne und Linke. Und hier ist ein mündlicher Bericht vorgesehen. Herr Senator, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, betrifft ja die Berlin University Alliance an der TU. Das Projekt Geschäftsstelle für die Verbundaktivitäten der Gründungsservices der Berliner Universitäten und der Charité. Zuwendungsempfängerin ist hier die Technische Universität Berlin, wurde ja in der vergangenen Legislaturperiode im Rahmen des Masterplans Industriestadt Berlin 2018 bis 2021 mittels einer Projektförderung aus dem Mittelansatz im Titel 5410, Teilansatz 14 finanziert. Es handelt sich dabei um eine einmalige Anschubfinanzierung, die in Abstimmung mit der Wissenschaftsverwaltung gewährt wurde und dem Handlungsfeld Fachkräfte und Innovation, Themencluster Wissens- und Technologietransfer, dort Aufgabenfeld 1, nämlich Transfereinrichtungen stärken, Maßnahme, die Transferaktivitäten an den Universitäten und Hochschulen zu bündeln und personell sowie finanziell weiterhin nachhaltig auszustatten, zugeordnet wurde. Die Federführung für die Umsetzung der entsprechenden Maßnahme liegt in der für Wissenschaft zuständigen Senatsverwaltung. Eine Verstetigung der Finanzierung der Geschäftsstelle und damit Absicherung im Rahmen des Einzelplans 13 über den Masterplan war und ist nicht angedacht. Und die Frage war jetzt hier, falls nicht, wie könnte das geschehen? Genau, zu den Arbeitspaketen des geförderten Projekts gehören die Entwicklung eines Konzepts zur nachhaltigen Finanzierung der Verbundstrukturen, Aktivitäten sowie eine Evaluation und gegebenenfalls Beantragung von Fördermitteln zur Finanzierung
von Verbundaktivitäten. Eine weitere Finanzierung des Projekts bzw. eine Verstetigung der Geschäftsstelle könnte von den Antragstellenden unter Berücksichtigung der in den bereits erwähnten Arbeitspaketen gewonnenen Erkenntnisse im Einvernehmen dann mit der zuständigen Senatsverwaltung WGPG, so heißt sie, angestrebt werden. Der MPI Masterplan 2018 bis 2021 sieht für die zugrunde liegende Maßnahme vor, dass nach der Testphase gegebenenfalls dann im zukünftig eine Verstetigung über Hochschulverträge ab 2023 erfolgen soll. Das können Sie alles nachlesen im Masterplan Industrie und da auf Seite 10. Das Mikro. Vielen Dank, Herr Senator. Dann frage ich mal, gibt es Wortmeldungen dazu? Kann ich das als mündlich beantwortet sehen? Das ist dann so. So, dann kommen wir zu den Punkten 24, 25 und 26. Da frage ich jetzt mal in Richtung CDU. Möchten Sie dazu Stellung nehmen? Soll das jetzt mündlich beantwortet werden? Wollen wir das in einem jetzt aufrufen, alle drei Punkte? Wie möchten Sie das? Herr Kollege Greff, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nee, ganz normal. Punkt für Punkt. Zum Punkt 24 vielleicht. Also es geht uns nicht um die Frage, logischerweise Dienstreisen oder so, die nicht durchgeführt werden konnten, sondern vor allen Dingen, welche größeren Projekte, Investitionen beispielsweise, konnten nicht durchgeführt werden. Falls Sie die mündlich erläutern können, sonst gerne schriftlicher Bericht, wie das sozusagen jetzt passt. Gut, dann frage ich mal den Senator, möchten Sie schriftlichen Bericht machen oder mündlich? Also ich würde es gerne, Herr Gref, Ihr Angebot wahrnehmen und das schriftlich beantworten. Dann kriegen Sie eine schöne Auflistung, wo sozusagen wirklich die einzelnen, nicht nur die Big Points, sondern im Grunde genommen über den gesamten Plan, das dargestellt wird. Für beide Fragen, ne? Wäre das dann? Für alle drei. Ach so, okay. Gut. Dann in der Tat, Herr Vorsitzender, dann für alle drei. Wenn das für alle drei jetzt nicht mündlich gemacht werden kann, dann für alle drei. Also ich könnte Ihnen anbieten, dass, dass die 26 auch mündlich sehr präzise zu beantworten. Also dann, gut, dann haben wir das eventuell abgeräumt, wenn Sie sagen, ja, das reicht Ihnen dann. Wenn das Sekunde mal. Dann halten wir erstmal fest, 24 und 25 kriegen wir schriftliche Antworten. Und 26 probieren wir jetzt mal eine mündliche Beantwortung und dann kann der Kollege Graf entscheiden. So bitte, Herr Senator, Sie haben das Wort für 26. Ja, vielen Dank, Herr Greff. Ich versuche es mal. Das ist ja eine wichtige Frage, die sich Verwaltung und auch Unternehmen, ich kenne das noch aus meiner Zeit als Unternehmer, natürlich auch gestellt haben, als die Corona-Pandemie sozusagen gestartet ist. Vielleicht gehe ich mal das sozusagen durch. Sie haben Hardware, Software, Organisation angesprochen. Hardware, wir haben was die während der Corona-Pandemie 2021, was die Endgeräte anbelangt, hat sich das folgendermaßen entwickelt. Da kann ich Ihnen mal sagen, wir haben hier so eine schöne Aufstellung. Wir haben zwei am IST sozusagen, was die Endgeräteausstattung anbelangt, in 2020 bei der Summe der SIM-Clients und der Notebooks ein IST von 138 gehabt. Veränderung zum 2.1.2020 waren also 88 mehr. Wir haben also insgesamt 138 SIM-Clients gehabt. Das ist eine, wahrscheinlich für Sie am interessantesten, wie ist die Quote zu den Vollzeitkräften da, nicht? Also wie arbeitsfähig ist die Verwaltung da? Das waren 35%, wenn wir das jetzt mal sozusagen vergleichen mit 2021, dann sind wir bei den SIM-Clients und Notebooks bei 307, da haben wir mittlerweile 77% erreicht und ich glaube, das zeigt, dass wir da auch als Verwaltung mittlerweile, also sozusagen über die Phase der Corona-Situation insgesamt zu einer guten Quote gekommen sind. Das ist natürlich nur ein Teil. Wir haben natürlich auch
Aufwuchs bei den erforderlichen Serverinfrastrukturen sozusagen nicht nur vorne am Frontend gehabt, um das sicherzustellen. Das ist aber sichergestellt worden. Also da ist sozusagen ausreichende Versorgung. Und dann gibt es halt, wie wir alle, glaube ich, während der Pandemie gemerkt haben, natürlich auch plötzlich einen Bedarf an auch Zusatzgeräten wie Headsets und Kameras. Auch da sind wir zum 31.12.21 so ausgestattet, dass im Grunde genommen eigentlich der Bedarf da auch gedeckt wurde. Darüber hinaus gab es noch Tastaturen und Mäuse und die teilweise eben auch nochmal die ergonomische Ausstattung mit externen Monitoren. Also ich glaube, wir sind da so, wie es, glaube ich, auch in großen Teilen der Wirtschaft mittlerweile auch funktioniert. Das ist ein Prozess gewesen. Mittlerweile sind wir sehr gut ausgestattet. Zweite Frage betrifft ja die Software, also die Unterstützung und Aufrechterhaltung der Kommunikation wurde mit Beginn der Pandemie mit Telefonkonferenzen ermöglicht, unter der Einschränkung, dass eben Headsets und Kameras am Markt nicht verfügbar waren, war eben frühzeitig die Teilnahme an Videokonferenzen möglich. Und dann wurde dann auch während der Pandemie durch die zentrale IKT-Steuerung eben eigene Videokonferenzsysteme zur Verfügung gestellt, zunächst mit dem Tool Nextcloud. Und aufgrund der erst dann wahrgenommenen Performance-Schwierigkeiten steht seit Ende 2021 flächendeckend das dann auch datenschutzkonforme Tool Big Blue Button zur Verfügung. Ich selber kann sagen, und ich glaube, das ist auch so die Rückmeldung, die ich aus dem Hause bekomme, da gibt es keine Performance-Probleme. Das läuft völlig reibungslos und ist eine ausgezeichnete Grundlage für ich sag mal, die Kommunikation, wenn sie halt nicht in Präsenz möglich ist. Zur Software vielleicht noch ein Hinweis, Herr Greff, mit der seit 2019 als Dokumentenmanagementsystem vollständig eingeführten E-Akte war und ist auch die volle Arbeitsfähigkeit im Homeoffice gegeben. Ich selber habe auch eine Einführung bekommen in die E-Akte, bin total fasziniert von diesem Workflow, der da abgebildet ist und glaube, dass wir da auch als Verwaltung auch eben für solche Krisen gut gerüstet sind und da auch sehr produktiv mit umgehen können. Was die Organisation anbelangt, während des ersten Lockdowns ab Mitte 2020 war es aufgrund der geringen mobilen Möglichkeiten am Anfang erforderlich, dass ein Großteil der Beschäftigten im sogenannten unechten Homeoffice arbeiten mussten. Das heißt, da wurden dann auch mal Akten mit nach Hause genommen und da wurde dann auch mal sozusagen die private E-Mail genutzt und das private Telefon genutzt. Ich glaube, das ist die Erfahrung, die nicht nur die Verwaltung, sondern auch in vielen Unternehmen in der Zeit gesammelt worden ist. Da ging es einfach darum, weiter arbeitsfähig zu sein. Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Mittlerweile ist das alles ja viel stabiler und gut organisiert. Es ist immer so gewesen während der Pandemie von der Organisation, dass der für die Bewältigung der Pandemie erforderliche Personalschlüssel oder das nicht Personalschlüssel, sondern das erforderliche Schlüsselpersonal eingehalten wurde, um den Dienst eben auch im Gebäude möglichst im Wechsel stattfinden zu lassen und dann eben sozusagen sukzessive dann eben auch die technischen Möglichkeiten aufzubauen. Hygienekonzepte sind aufgebaut worden, eingehalten worden, also auch im Bereich der Organisation, das war ja die Frage, ist es, glaube ich, der Verwaltung sehr gut gelungen bis heute, da, ich sage mal, auch das gute Gleichgewicht zwischen hoher Motivation, Produktivität und eben auch Gesundheitsschutz gewährleisten zu können.
So, vielen Dank, Herr Kollege Greff. Frage ich Sie, sind Sie damit zufrieden oder möchten Sie eine weitere Beantwortung? Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Senator. Eine kurze Nachfrage habe ich. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es benötigen oder brauchen, ein mobiles Endgerät zur Verfügung? Das ist ja im Kern die Frage. Und da sagen Sie ja, dann brauchen wir auch keine schriftliche Beantwortung. Prinzip ja, aber jetzt kommt vielleicht die Einschränkung vom Amtsleiter. Also, sehr geehrter Herr Abgeordneter, das ist so. Sie müssen ja sehen, dass unter den Kolleginnen und Kollegen die Notwendigkeit teilweise besteht, im Haus zu arbeiten. Die brauchen logischerweise kein Endgerät, aber alle anderen, die mobil arbeiten können, sind damit ausgestattet. Und das Haus denkt natürlich auch darüber nach, wie man in Zukunft arbeiten kann. Stichwort Desk-Sharing, all das ist in der Diskussion und dafür sind die Endgeräte ja auch von größter Bedeutung. Gut, dann stelle ich fest, ja, Kollege Greff, dass dein 26 nicht beantwortet ist. Gut, dann können wir weitergehen und kommen zur 27, auch Fraktion der CDU. Mündliche Beantwortung erstmal. Ja, vielen Dank. Aber im Grunde genommen hat der Senator, aber das ist ja die Softwareproblematik, das auch schon beantwortet, brauchen wir auch keine schriftliche und keine mündliche Beantwortung. Gut, danke. Der Punkt ist dann erledigt durch Beantwortung von 26 mit. Dann kommen wir zu 28, Geschäftsprozessoptimierung, SPD, Grüne und Linke, schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu 29. Da haben wir SPD, Grüne und Linke einen mündlichen Bericht. Und wir könnten eigentlich 30 mit aufrufen von der CDU, weil das in den gleichen Bereich hineingeht. Dienstleistungen, da wäre die Frage, was könnten Sie dazu mündlich sagen, Herr Senator? 29 und gegebenenfalls auch 30. Ja, kann ich gerne darauf antworten. Geplant sind eine ganze Reihe von kleinteiligen Maßnahmen wie Werbe- und Informationskampagnen zur Energieeinsparung, zu Essgewohnheiten, zum Mobilitätsverhalten, zum Beispiel Werbung für Fahrrad, also das ist eine Kampagne, für Stadtradeln oder fürs Jobticket. Hinzu kommen Planungs- und Dienstleistungen, beispielsweise zu einer etwaigen Begrünung von Sitzungs- und anderen Räumen zur Schaffung weiterer Fahrradstellplätze auf dem Gelände. Außerdem nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Personalressourcen ist in Abstimmung mit SEN-UMVK gegebenenfalls eine Umfrage zum Mobilitätsverhalten der Beschäftigten auch als Pilotprojekt für andere Verwaltungen oder für die gesamte Verwaltung vorgesehen. Und woraus dann auch noch mal einzelne Maßnahmen resultieren können. Die CO2-Einsparungen sind nicht zu beziffern, da die Maßnahmen entsprechend der landesweiten Strategie CO2-neutrale Verwaltung eben auf Verhaltensänderungen abzielen, deren quantitative Effekte bei sehr kleinen Grundgesamtheiten wie unserer Verwaltung mit ca. 400 Beschäftigten und aufgrund des relativ hohen Einflusses externer Verhältnisse nicht verlässlich messbar sind. So lässt sich beispielsweise nicht verlässlich sagen oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand ermitteln, ob und beziehungsweise in welcher Höhe eine Veränderung des Wärmeenergieverbrauchs durch Witterungsbedingungen oder durch eine Informationskampagne Heizung drosseln veranlasst ist. Also das ist schwer zu messen, aber dass es natürlich eine Wirkung hat und dass wir das deshalb auch tun, steht außer Frage. Ich gucke mal, ob damit sozusagen die nächste Frage, die bezieht sich ja zu, im Grunde genommen, ist das vielleicht die Frage 6 nochmal, ne? Die ist ja damit, glaube ich, noch nicht beantwortet von der CDU, Herr Greff. Was ist das Vorhaben? Neues Arbeiten, Stichwort New Work. Das ist vor dem Hintergrund gestiegener und weiter steigender
Anforderungen an Arbeiten hinsichtlich eben örtlicher und zeitlicher Flexibilität, Stichwort Homeoffice, Stichwort auch mobiles Arbeiten, aber auch einer zunehmenden Verdichtung der Raumsituation in Dienstgebäuden und auch zur weiteren Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie natürlich erforderlich. Und hier ist es eben sinnvoll, Führungskräfte und Beschäftigte mit dem Einsatz neuer Arbeitsorganisationsmodelle und Instrumente eben vertraut zu machen. Und deshalb ist es wichtig, hier personenzentrierte Maßnahmen, also Trainings, Workshops, Fortbildung, aber eben auch IT-gestützte Organisationsinstrumente möglich zu machen, beispielsweise durch Umsetzung und Gestaltung von Desk-Sharing-Modellen und natürlich auch in Zusammenhang damit stehendere kleinere räumliche Umbauarbeiten in der Verwaltung, also zu denen auch Möblierungsmaßnahmen gehören. Dabei sollen soweit als möglich natürlich Maßnahmen bzw. Instrumente nicht neu entwickelt werden, sondern möglichst aus anderen Organisations- und Verwaltungen, zum Beispiel auch von der Senatsverwaltung für Finanzen, die dort den Ansatz verfolgt, Arbeit mal anders unter dem Stichwort, dass wir von denen auch lernen können, Dinge übernehmen können und die gegebenenfalls auf unsere Belange dann auch anpassen können. Herr Senator, Sie haben erstmal beantwortet, ja? So, dann frage ich jetzt mal Richtung Koalition, erstmal bezogen auf die 29. Wäre das beantwortet? Scheint der Fall zu sein. Dann frage ich Richtung CDU, bezogen auf die 30. Sehen Sie das als beantwortet, Herr Kollege Griff? Ja, vielen Dank, Herr Volzner. Eine kurze Nachfrage. Der Personalrat sieht das Thema New Work auch positiv? Herr Senator? Davon gehe ich jetzt mal aus. Und das ist mir jetzt noch nicht bekannt, dass das irgendwie negativ gesehen wird, aber ich würde da mal an den Amtsleiter wiederum weitergeben. Herr Staatssekretär Biel, bitte. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Abgeordneter Greff, bevor solche Maßnahmen natürlich durchgeführt werden, gibt es ausreichend Gelegenheit, mit dem Personalrat darüber zu reden. Das wird auch immer gemacht. Ohne Entscheidung des Personalrates werden diese Dinge nicht auf den Weg gebracht. Und auch da wird das positiv gesehen, der Senator hat ja vorhin ausgeführt, dass wir das Thema E-Akte bei uns im Haus auch auf einen guten Weg gebracht haben. Da gibt es sicherlich noch das ein oder andere, was wir verbessern können. Das ist ein lernendes System. Aber auch da ist der Personalrat mit im Boot und an der Seite der Hausleitung und der Kolleginnen und Kollegen. Dann, Herr Kollege Greff, ist beantwortet. Ja, dann können wir die 30 als erledigt sehen. So, dann kommen wir zur 31. Das ist Digitalisierung optimierter Geschäftsprozesse nach dem E-Government Berlin, SPD, Grüne und Linke schriftlicher Bericht. Dem ist so. Dann haben wir 32, das ist Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungs- und Zwangsgelder. Das ist die AfD. Das wäre ganz gut, wenn das vielleicht mündlich kurz kommen könnte, Herr Senator. Erstmal mündliche Beantwortung, bittet der Kollege. Dann, Herr Senator, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Wir reden jetzt über die Synopsen Nummer 32. Gut, wunderbar. Ja, unter dem Titel werden Einnahmen aus Verfahren nach dem Geldwäschegesetz, dem Gesetz zur Regelung der Wohnungsvermittlung und dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen gesammelt, erfasst. 25.000 Euro des aktuellen Ansatzes entfallen auf den Bereich Geldwäschegesetz. Die anderen beiden Bereiche haben den Minimalansatz von jeweils 1.000 Euro. Die Anpassungen im Bereich des Geldwäschegesetzes entsprechen der Entwicklung der tatsächlichen Ist-Einnahmen. Wenn man das mal vergleicht mit dem Jahr 2020, so standen dem Ansatz dort von 15.000 Euro ist ein Namen von 29.728 gegenüber. Und nach Revision wurde der Ansatz nach oben korrigiert, um dem Abgeordnetenhaus hier auch eine genauere Einnahmen,
Erwartung zu ermöglichen. Die, ja, das würde ich jetzt erstmal so. Also Sie sehen da keine Steigerung oder dass da noch was kommen könnte, groß? Es ist halt ein Blick in die Glaskugel ein Stück weit, die wir nur aus sozusagen der Vergangenheit herleiten können. Es kann immer zu starken Schwankungen zwischen ist und soll kommen. Ursächlich dafür ist ja die Möglichkeit, den Rechtsweg in Anspruch zu nehmen in diesen Fällen. Selbst wenn die Entscheidung der Behörde durch das Gericht bestätigt wird, fließen dann die Einnahmen in die Justizkasse ein und entziehen sich dann wiederum dem Titel. Ja, also das ist sozusagen schwer eingrenzbar, aber das, was wir gemacht haben, ist sozusagen aus der Rückschau das nach vorne hin zu entwickeln. Okay. Erstmal beantwortet, ja? Gut, dann können wir den Punkt überspringen, kommen dann zu 33. Gutachten, SPD, Grüne und Linke, schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir 34, auch Gutachten, AfD. Würden wir schriftlich machen. Auch schriftlich. 35, Gutachten, FDP. Herr Kollege Czaja, schriftlich oder mündlich? Oder Kollege Wolf? Gern mündlich. Mündlich, die 35 von der FDP. Gutachten, Herr Senator, können Sie das mündlich beantworten? Ja, hier geht es ja um sozusagen die Evaluierung und Erfassung der Wirkung des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes. Da das novellierte Gesetz erst ab dem 1. Mai 2020 in Kraft ist und außerdem die Erarbeitung der AV-Tariftreue erheblich Zeit in Anspruch genommen hat, wurde eben noch kein Gutachten beauftragt. Vielmehr soll der Termin für die Beauftragung auf das Jahr 2023 verschoben werden, weil ein Gutachten in zeitlicher Nähe zur Vorlage des Vergabeberichts die Möglichkeit bietet, auch die Erfahrung mit der im laufenden Jahr in Kraft zu setzenden Verpflichtung zur Verankerung der Tariftreue mit einzubeziehen. Das für 2023 vorgesehene Gutachten ist notwendig, um die in § 18 Absatz 3 Berlin AVG für das Jahr 2024 vorgesehene Evaluierung und die Vorlage des Vergabeberichts vorzubereiten. Und zweite Frage ist, welche Notwendigkeit besteht für ebenfalls ein Gutachten zu erstellen. Das erste Gutachten zur sozialen bzw. solidarischen Ökonomie hatte eine Definition bzw. ein Kategorien- und Indikatorensystem zur Identifizierung bzw. zur Klassifizierung von Unternehmen der sozialen Ökonomie zum Ergebnis. Diese Definition wird nun an verschiedenen Stellen bereits eingesetzt, um Maßnahmen eben auch zur Stärkung dieser Zielgruppe zu entwickeln und umzusetzen. Wir haben zum Beispiel gerade den Wettbewerb Berlins soziale Unternehmen gestartet. Und im Anschluss an diese Studie zur Definition der sozialen Ökonomie haben sich eben auch Folgefragen ergeben. Insbesondere sind das Fragen zur aktuellen Finanzierungssituation der Unternehmen der sozialen Ökonomie. Also einerseits muss beantwortet werden, wie häufig Unternehmen der sozialen Ökonomie bereits auf öffentliche Förderung zurückgreifen, insbesondere auf Programme der IBB. Und andererseits ist zu untersuchen, ob die Bedarfe, die diese Unternehmen haben, durch die tatsächlichen Programme eben gedeckt werden oder ob es notwendig ist, weitere finanzielle Unterstützung bereitzustellen und dann eben auch welche Art und welchen Umfangs diese Programme dann eben sein sollen. Es sollen also keine zwei Gutachten in 22 und 23 in Auftrag gegeben werden, sondern das Folgegutachten soll überjährig finanziert werden. So, jetzt habe ich noch ein Wort mit dem Kollegen Wolf, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Senator. Zur Evaluierung der Wirkung des Berliner Ausschreibung und Vergabesetzes habe ich noch eine Verständnisfrage. So wie ich Sie verstanden habe, wurde in 2021 die 70.000 Euro nicht in ein Gutachten investiert und in 2022 keine Evaluierung vorgesehen, aber erst dann in 2023 und dann kostet die Evaluierung nur noch 40.000 anstatt 70.000. Ist das richtig? Das wäre meine erste Frage. Die zweite Frage zu dem Punkt 3 mit dem Gutachten, zu den Potenzialen. Ist dieses Gutachten öffentlich einsehbar? Ist das verfügbar, dass man hier sehen kann, welches Potenzial hier existiert zur sozialen und solidarischen Ökonomie? Das war's. So, Herr Senator, zur Beantwortung. Zweite Frage, klares Ja. Wird öffentlich das Gutachten? Frage 1 ist auch so richtig, wie Sie es gesagt haben. Es gibt ein Gutachten, was dann 24 sozusagen auch dann veröffentlicht wird. Warum das jetzt weniger ist als der ursprüngliche, das ist jetzt, kann ich jetzt nicht genau herleiten, weil Sie wissen, bin auch da nicht, habe den ursprünglichen Ansatz ja auch nicht verantwortet. Das ist eine historische Frage, die ich jetzt leider nicht beantworten kann. Dann frage ich mal Richtung FDP. Herr Kollege Wolf nochmal. Ja, eine Frage, wenn es jetzt richtig ist, dass erst 24 ein Gutachten zur Evaluierung vorliegt. Meinen Sie, das reicht aus so spät? Nach unserer Auffassung sollte man es vorher evaluieren. Herr Senator. Naja, es liegt dann spätestens 24 vor. Also es wird 23, soll es beauftragt werden, wenn ich das, so ist die Planung in meinem Haus. Also 23, um dann sozusagen auch hier in 2024 dann, um auch das sozusagen dem Abgeordnetenhaus auch vorstellen zu können, in dem entsprechenden Bericht. Für den Vergabebericht. Also es wird 2023 sozusagen in Auftrag gegeben. Herr Kollege Wolf. Jetzt haben Sie die Frage noch nicht beantwortet, ob Sie finden, dass es nicht ein bisschen spät ist, erst so spät dieses Vergabegesetz zu evaluieren. Weil wir haben ja von der IHK gehört, dass 3 von 4 Unternehmen sich schon gar nicht mehr auf eine Vergabe in Berlin bewerben. Und es hat ja schon entsprechende Auswirkungen auf die Vergaben des Landes Berlin, die sich verzögern, verteuern etc. angefochten werden. Und deshalb wäre jetzt die Frage, ob Sie es nicht ein bisschen spät finden. Ja, vielleicht kann Frau Dr. Hochreuter das noch mal ein bisschen präzisieren. Dazu kann man zwei Dinge sagen. Zum einen ist es natürlich gut, wenn man auf etwas mehr Datenmaterial zurückblicken kann. Denn so lange ist das Gesetz noch nicht in Kraft. Und das gilt insbesondere dazu, dass wir ja noch an der AV-Tariftreue arbeiten und diesen Teil noch nicht evaluieren können. Von daher glaube ich, für die Aussagekraft des Gutachtens ist es sehr wichtig, dass man etwas wartet. Es ist nicht zu spät, sondern das andere wäre zu früh, meiner Auffassung nach. Gut, ich gestatte mir mal den Hinweis, jetzt nicht als Ausschussvorsitzender, sondern als Sprecher der SPD, das ist ja eine politische Frage. Die Koalition ist der Meinung, das Gesetz ist gerade erst geändert. Wir wollen jetzt erstmal die Wirkung und Sie meinen, das Gesetz ist nicht so, wie Sie sich das vorstellen, wir wollen schneller das Gutachten haben. Ich glaube, das können wir über die Haushaltsfrage nicht lösen, ist meine Einschätzung. Das muss politisch dann bewertet und diskutiert werden. Ich frage jetzt aber Richtung FDP, reicht die Münchenbeantwortung aus durch den Senator? Ja, vielen Dank, die reicht aus. Gut, dann hätten wir den Punkt 35 abgeschlossen. Dann kommen wir zu Punkt 36, SPD, Grüne und Linke, Veröffentlichungen und Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Da war zu Nummer 1 eine mündliche Antwort erbeten und zu Nummer 4 eine schriftliche Antwort. Und dann kommt noch die FDP mit der 37 zu 3 mit dem gleichen Thema, bitte um Kosten-Nutzen-Analyse der Öffentlichkeitsarbeit. Da war ein schriftlicher Bericht vorgesehen. Jetzt frage ich mal zu dem Punkt 1 bei 36. Mündlicher Bericht wollen Sie geben oder soll auch schriftlich werden? Also ich kann es
kann gerne einen mündlichen Bericht geben dazu. Der ist, da müssen Sie entscheiden, ob dann vielleicht noch ein schriftlicher Bericht obsolet wird. Dann machen Sie das erstmal und dann entscheiden wir. Ja, zudem, hier geht es ja um die Veröffentlichung und Dokumentation im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Also neben dem Blick auf das reine Wirtschaftswachstum ist natürlich wichtig, auch ökonomische, soziale und auch ökologisch messbare Indikatoren zu betrachten, um eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung darstellen und auch bewerten zu können. Mein Haus greift in den jährlichen Wirtschafts- und Innovationsberichten daher auch entsprechende Indikatoren bereits auf. Die quartalsweisen Konjunkturberichte haben da hingegen allein den Fokus sozusagen auf konjunkturelle Entwicklung. Im Wirtschaftsbericht 2020-2021 wurde zur nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung folgende Indikatoren betrachtet. Also einmal BIP pro Kopf, dann Bruttoanlageninvestitionen, F&E-Ausgaben, Erwerbstätigenquote, nochmal getrennt nach Gesamtfrauen und über 55-Jährige, Anteil früher Schulabgänger und Schulabgängerinnen, Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen, Primärenergieverbrauch, Energieverbrauch. Und Web versteht dieses im Wirtschaftsbericht bereits aufgeführten Indikatoren-Set als Ausgangspunkt für einen Prozess, in dem die Betrachtung von Indikatoren zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz kontinuierlich überprüft und gegebenenfalls eben auch noch weiterentwickelt werden soll. So, dann frage ich mal Richtung Koalition vor allen Dingen. Ist 36.1 dann beantwortet mündlich? Das sehe ich so. Und bei Nummer 4 und bei Nummer 3 von der FDP ist ja eh schriftliche Antwort vorgesehen. Gibt es dazu Wortmeldung? Dann halten wir das für 36 und 37 so fest. Dann kommen wir 38, die hängt auch wieder mit 39, 40 und 41 zusammen. Erstmal 38, SPD, Grüne und Linke, Dienstleistungen. Zu 2 und 3 schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Ja, bitte sehr. Herr Kollege danke, Herr Vorsitzender. Nein, nicht zu diesem, nicht zu dieser laufenden Nummer, sondern zu einem früheren Kapitel. Da möchte ich darum bitten, dass der formal angehalten wird. Sie hatten ja darum gebeten, dass wir das immer an der entsprechenden Stelle sagen. Und zwar den Titel 42201 hier in dem Kapitel. Das ist der Personaltitel. Da würde ich der guten Ordnung halber darum bitten, dass er zumindest angehalten wird, damit wir bei den späteren Diskussionen um Stellen und die Verteilung der Stellen gegebenenfalls auch darauf zurückgreifen können. Ich würde noch mal sagen, welche laufende Nummer das ist? Ja, 42201. 42201, okay. Danke. Frau Helm, ja, wissen Sie, was gemeint ist? Okay, ich höre gerade von Frau Helm, dass wir die hier nicht beraten können. Dafür gibt es ja diesen Personalunterausschuss. Wir können nur übergreifend darüber diskutieren. Das ist die Ansicht des Hauses. Ja, habe ich ja gesagt. Es geht um die Stellen, ne, die wir hier diskutieren können. Und deswegen wollte ich der guten Ordnung halber das zumindest hier schon ankündigen. Dass am Ende eine Veränderung daran nur vom Hauptausschuss vorgenommen werden kann, ist schon klar. Aber wir können es ja hier besprechen. Und um das weiter besprechen zu können, denke ich, muss es formal angehalten werden, auch dieser Titel. Gut, also im Rahmen der Generaldebatte, zweite Lesung, würde das dann gehen. Gut, dann komme ich jetzt wieder zurück zur, wo waren wir, 38. Frage nochmal, Nummer 2 und 3, schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann hätten wir Nummer 12 und 14. Wollen Sie mündlich beantworten oder also auch schriftlich? Schriftlich, ja? Auch schriftlich, ja? Dann Nummer 39, Dienstleistung, Thema CDU. Dazu, Herr Kollege Greff.
Ja, vielen Dank. Vielleicht schriftlich die bisher beantragten Maßnahmen. Ne? Danke. Also schriftliche Beantwortung, Wortmeldung dazu? Nein. Dann 40 Dienstleistungen von der AfD. Herr Kollege Trefzer. Da wäre eine schriftliche Beantwortung angezeigt. Auch schriftliche Beantwortung. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu 41 Dienstleistungen FDP. Herr Kollege Wolf, wie wollen Sie das? Wir schließen uns an, dass es schriftlich beantwortet werden kann, dass die Fragen dann vorliegen. Dann auch schriftlich. Wortmeldung dazu sehe ich weiter nicht. Dann 42 und 43 Veranstaltungen SPD, Grüne und Linke. Da ist mündlich vorgesehen. Herr Senator, können Sie das mündlich beantworten? Dann haben Sie das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. So, ich erinnere mal. Das betrifft 54.05.03. Ja, die Frage, wie oft und in welcher Form haben bezirksübergreifende Dialogformate stattgefunden und welche Ziele werden damit verfolgt, mein Haus hat gemeinsam mit dem Unternehmensservice von Berlin Partner und den 12 Bezirken bezirksübergreifende Dialogformate, also Veranstaltungen mit Referenten, Moderation, Bewirtung, Netzwerk, Events etc. konzipiert mit Fokus auf aktuelle wirtschaftspolitische Schwerpunkte und aktuelle Themen der Wirtschaftsförderung in Bezirk und Senat. Formate wie zum Beispiel ein Dialogfrühstück mit 12 Unternehmen, was jetzt schon 2018 durchgeführt worden ist, zuständig beim Bezirksbürgermeister, also beim zuständigen Bezirksbürgermeister und dem Geschäftsführer der Berlin Partner unter der Leitung des Staatssekretärs haben stattgefunden. Schwerpunkte der Veranstaltung, das ist alles noch vor Corona, dann ist das sozusagen, das ist aber schon ein bisschen älter. Schwerpunkte der Veranstaltung waren Gespräche zwischen Wirtschaftspolitik und Unternehmen zu ihren aktuellen Herausforderungen, Einschätzungen und Erwartungen an den Standort Berlin und natürlich auch immer, wie bei solchen Veranstaltungen, eine Vernetzung der Unternehmen untereinander. 2019 sollte das Format als Veranstaltungsreihe Bezirkstour mit jeweils 9 Schwerpunktthemen verstetigt werden. Die weitere Geschichte können Sie sich denken, dann kam Corona. 2020 und 2021 haben keine Veranstaltungen stattgefunden und auch die geplante Bezirkstour der politischen Leitung konnte aufgrund der Vorgaben der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nicht durchgeführt bzw. nur digital und somit ohne größere Kosten weiterverfolgt werden. Insgesamt soll die Veranstaltungsreihe in unterschiedlichen Formaten mit wechselndem Teilnehmerkreis und zu diversen Fragestellungen wieder neu aufgestellt, neu ausgerichtet werden und den in der Koalitionsvereinbarung genannten Zielen dienen, wie zum Beispiel Wirtschaftsförderung unterstützt kleine und mittlere Unternehmen auf dem Weg der ökologischen, sozialen und digitalen Transformation oder aber auch Themen wie Made in Berlin, wo wir nochmal sozusagen deutlich auch zeigen wollen, dass Berliner Produkte teilweise ja auch Weltrang haben und hierfür auch noch sozusagen, das wird diese Produkte eben ja auch nochmal besonders herausstellen. Dafür sind Mittel vorgesehen, um die Ausgestaltung halt möglichst flexibel zu ermöglichen. Ziel ist es immer, den Wirtschaftsstandort Berlin zu stärken und eben auch das Zusammenspiel zwischen der Wirtschaftsförderung, dem Senat, den Bezirken, den Unternehmen dann auch nicht nur sicherzustellen, sondern auch auszubauen. So, dann frage ich erstmal Richtung Koalition. Ist das damit beantwortet? Das sehe ich so. Dann kommen wir zu Nummer 43, auf Veranstaltung AfD. Kollege Trefzer, mündlich oder schriftlich? Gerne, wenn es mündlich möglich ist. Mündlich, ja? Bitte dann, Herr Senator. Sehr gerne. Die Frage war hier zu den Veranstaltungen für Unternehmerinnen bis 2023
und die Kostenverteilung zwischen Berliner Unternehmerentag und Unternehmerinnenakademie. Der Berliner Unternehmerentag findet turnusmäßig alle 2 Jahre statt. Durch die Corona-Pandemie musste der Berliner Unternehmerentag von Oktober 2020 auf Februar 2021 verschoben werden. Um den 2-Jahres-Rhythmus beizubehalten, ist die Veranstaltung für das Frühjahr 2023 mit einem Volumen von 150.000 Euro geplant. Im Haushaltsjahr waren ohne die Veranstaltung bislang 5.000 Euro für die Betreuung der Website eingeplant. Und zudem werden ab 2022 pro Jahr Ausgaben in Höhe von 100.000 Euro für Veranstaltungen der Berliner Unternehmerinnenakademie in dieser Nummer veranschlagt. Bis 2021 wurden diese Ausgaben bei Nummer 4 nachgewiesen. Der trotzdem vorhandene Aufwuchs bei Nummer 4 ergibt sich, weil sowohl Beratungen für soziale Unternehmen als auch Weiterbildungsmaßnahmen für klassische Wirtschaftsförderung im größeren Umfang als bisher, also 2021 100.000 Euro, ab 2022 200.000 Euro durchgeführt werden sollen. In 2022 sind zusätzlich 50.000 Euro für den erstmalig stattfindenden Wettbewerb zur Würdigung der Gruppierung der sozialen Ökonomien mit anschließender Preisverleihung vorgesehen. Und ich nehme an, dass auch der Punkt 4, Ihre Frage zu Punkt 4 auch mündlich möglich ist. Ja. Dann, wenn der Vorsitzende gestattet, würde ich damit auch gleich fortfahren. Also zur Frage der Zielgruppe. Soziale Unternehmen sind eben solche Unternehmen, die ein gesellschaftliches, soziales oder ökologisches Ziel verfolgen, dafür aber wirtschaftliche Methoden verwenden. Das heißt also reale Unternehmen, die wirklich am Markt tätig sind und trotzdem ein soziales, gesellschaftliches Ziel verfolgen. In Berlin gibt es eine ganze Reihe und Vielfalt von solchen Unternehmen. Man sieht das in vielen Metropolen in Europa. Dazu zählen unter anderem soziale, solidarische Unternehmen, dann auch sogenannte Social Entrepreneurs. Social Impact Startups ist ein großes Thema mittlerweile in der Startup-Community, aber natürlich auch klassische Gesellschaftsformen wie Genossenschaften und auch Kollektivbetriebe. Diese verfolgen mit ihrer Unternehmenstätigkeit eben soziale, nachhaltige und eben auch ganz solidarische Zwecke, sind aber in ihrer Ausgestaltung sehr, sehr differenziert. Und das versuchen wir jetzt gerade erst zu verstehen. War da noch eine Frage? Wollen Sie zu den Kriterien, dann soll ich da noch mal kurz einen Punkt nehmen? Sie haben ja im Grunde jetzt die Kriterien auch schon genannt. Wenn Sie dann okay, ergänzen gut. wollen, gerne. Okay. Dann frage ich mal Richtung AfD-Fraktion. Ist ja. das beantwortet? Ja, ist beantwortet. Ist dann beantwortet. So, dann kommen wir zu Nummer 44 und 45, Stipendien. Da haben wir SPD und Grüne schriftlicher Bericht. Das ist so, keine weiteren Wortmeldungen. Dann haben wir die 45, AfD wieder. Da schließen wir uns an, auch schriftlich bitte. Möchten Sie auch schriftlichen Bericht haben? Ja. Dann haben wir die 46, Zuschuss an die Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, SPD, Grüne und Linke, schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die 47, das gleiche Thema, die CDU, schriftlich oder mündlich, Herr Greff? Herr Vorsitzender, mich würde eigentlich nur kurz die Mehrausgaben interessieren, mehr nicht. Also da bräuchte man keinen schriftlichen Bericht, falls Sie das mündlich erläutern können, wie die Mehrausgaben gegenüber den Vorjahren entstehen. Herr Senator, wenn Sie das beantworten können mündlich, dann bitte. Versuche ich ganz kurz zu verantworten. Es handelt sich hier nicht um Mehrausgaben. Ab dem Haushaltsjahr 2022 erfolgte eben eine Zusammenführung der bislang parallelen Förderung an Berlin-Partner aus unterschiedlichen Titeln. Also es ist eine Zusammenführung. Reicht Ihnen das? Also
Das wäre sozusagen 6, 83, 96 Nummer 1 und 6, 98, 06 Nummer 3. Also kein Aufwuchs. Gut. Ist dann erledigt. Vielen Dank. Dann haben wir die 48, Wirtschaftsförderung, Titel anhalten. SPD, Grüne, Linke. Mündliche Beantwortung, Herr Senator. 48. Oder wollen Vielen Sie Dank, Herr Vorsitzender. Ja, kann ich versuchen, mündlich zu beantworten. Für die Sicherung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit der Berliner Wirtschaft ist es unerlässlich, dass wir nicht nur dafür sorgen, dass mehr Investitionen in die Stadt fließen, sondern dass sich die Berliner Wirtschaft auch klimaneutral transformiert und gemeinsam mit dem Berliner Wissenschafts- und Forschungsstandort ein auch innovatives Stadtklima schafft. Denn nur eine nachhaltige Wirtschaft kann auch dauerhaft gute Arbeitsplätze schaffen und Wohlstand sichern. Mit den hier angemeldeten Mitteln wollen wir Akteure des nachhaltigen Wirtschaftens dabei unterstützen, einen eigenen Ort für nachhaltiges Wirtschaften zu schaffen. An dieser zentralen Anlaufstelle sollen Unterstützungsformate gebündelt und Transparenz und Übersichtlichkeit zu diversen bestehenden Angeboten hergestellt werden. Und auch durch die räumliche Bündelung können Vernetzungsangebote geschaffen und eine verstärkte Sichtbarkeit für das Thema auch geschaffen werden. Die Maßnahme soll über Zuwendung an private Partner umgesetzt werden. Wenn Sie fertig sind, dann da, ja. Das Mikro. Ja, danke, danke. So, das ist jetzt mündlich beantwortet. Der Titel sollte trotzdem angehalten werden. Bleibt es dabei? Bleibt dabei. Gut, also dann haben wir die 49, die AfD. Möchten Sie mündlich Beantwortung oder schriftlich, Herr Trefzer? Na, die 2 ist jetzt schon teilweise beantwortet worden. Ich würde trotzdem um einen schriftlichen Bericht bitten für die Punkte 2, 3 und 4. 49 schriftlich. Dann haben wir als nächstes die 50, das ist die FDP-Wirtschaftsförderung, schriftlich oder mündlich? Ja, vielen Dank, wir haben ja schon ein paar Punkte gehört. Ich würde das schriftlich gerne beantwortet wissen, weil es doch ein bisschen ausführlicher scheint, was dort zu erläutern ist. Gut, 50 auch schriftlich. Dann haben wir die 51, da steht auch Titel anhalten, Förderung des Berlin Marketing, SPD, Grüne und Linke, ist schriftlicher Bericht sowieso vorgesehen. Das ist dann auch so. Dann haben wir die 52, das gleiche Thema, die CDU. Kollege Greff, wie wollen Sie es haben? Ja, ich würde den ersten Punkt gerne streichen, weil dazu haben wir unter umfangreiche Vorlagen vorzulegen. Also 7 bis 10 können wir streichen und 11 bitte schriftlich. Gut, also 7 bis 10 kann gestrichen werden und 11 schriftlich. So, dann haben wir die 53, gleiche Thema, das ist die AfD. Schriftlich oder mündlich? Bitte schriftlich. Schriftlich zu beantworten, die 53. Dann haben wir 54, die FDP, gleiches Thema, da steht schon da, schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu der 55, sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland. SPD, Grüne und Linke, schriftlicher Bericht. Dazu Wortmeldung. Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die 56, das gleiche Thema, die AfD. Schriftlich oder mündlich? Bitte schriftlich. Auch schriftlicher Bericht. Dann haben wir die 57, die FDP. Das ist das gleiche Thema. Da steht von vornherein schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die 58, Zuschüsse für besondere touristische Projekte, SPD, Grüne und Linke. Schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die 59, gleiche Thema, CDU. Herr Greff, schriftlich ist ja schon beantragt. Schriftlich. Dann haben wir 60, auch schriftlich. Auf CDU, Förderung von Wirtschaftsfreiheit und kultureller Freiheit, auch schriftlich.
Dann haben wir die 61, Dienstleistung für die verfahrensabhängige IKT, SPD, Grüne und Linke, da ist mündlich gewünscht erstmal. Herr Senator, können Sie beantworten, die 61? Dann kann bitte. Ich, versuche ich. Hier geht es um die Maßnahmen zur Optimierung und Erweiterung des IT-Fachverfahrens zum Gewerberecht. Die im Fachverfahren Gewerbe in Berlin seit 1998 eingesetzte Verfahrenssoftware Migeva hat das Ende ihres Lebenszyklus erreicht. Das ist leider so bei Software und auch bei Hardware. Und eine Einstellung der Pflege und Betreuung seitens des Produktanbieters wird voraussichtlich 2025 erfolgen. Und aufgrund dessen ist die Anschaffung einer neuen IT-Fachverfahrenssoftware erforderlich. Im Rahmen eines Projektes Gewerbe neu werden zunächst die aktuellen fachlichen, technischen und gesetzlichen Anforderungen für das neue IT-Fachverfahren definiert, um dann in einem zweiten Schritt ein Ausschreibungsverfahren für die Beschaffung der neuen Verfahrenssoftware durchzuführen. Dazu ist ein europaweites Vergabeverfahren im ersten bzw. zweiten Quartal 2023 geplant und dann im Anschluss eine Zuschlagserteilung, die soll bis zum ersten Quartal 2024 erfolgen, mit den erforderlichen Fach- und Betriebskonzepten, Beteiligungsverfahren und auch der dafür notwendigen technischen Infrastruktur. Die Produktivschaltung ist dann für das zweite Quartal 2024 geplant. Frage an die Koalition. Ist das damit beantwortet? Das scheint der Fall zu sein. Dann kommen wir zum Kapitel 1330, Betriebe und Strukturpolitik. Die Nummer 62, Zuweisung des Bundes zur Soforthilfe, CDU, Herr Greff. Ja, vielen Dank. Bitte schriftlich vor allen Dingen die Fragen, ob Einnahmen und Ausgaben sich decken. Also schriftliche Beantwortung ist Punkt 62. Dann 63, Zuschüsse aus EU und aus dem EFRE für konsumtive Zwecke, Förderperiode 14 bis 20, SPD, Grüne und Linke, schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die 64, Gewinnablieferung der Anstalten des öffentlichen Rechts, CDU, Herr Greff, schriftlich oder mündlich? Schriftlich, bitte. Schriftlich die Nummer 64. Dann haben wir 65, das gleiche Thema FDP. Dann schließen wir uns der schriftlichen Beantwortung an. Auch schriftlicher Bericht gewünscht. Dann haben wir 66, thematische Untersuchung SPD, Grüne und Linke. Da ist schriftlicher Bericht gefordert. Gibt es Wortmeldung dazu? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die 67, gleiche Thema FDP. Schriftlich oder mündlich? Dann, wenn da von der Koalitionsfraktion was schriftlich kommt, nehmen wir auch schriftlich. Auch schriftlich. Dann 68, Veröffentlichung und Dokumentation im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, FDP. Ja, würden wir ganz gern mündlich hören, was da geplant ist. Das mündlich, die 68, Herr Senator, können Sie es mündlich beantworten? Ja, vielen Dank. Entsprechend Artikel 115 Absatz 1c und 1d der EU-Verordnung Nummer 1303/2013 haben die zuständigen Verwaltungsbehörden die potenziellen Begünstigten über Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen der sogenannten operationellen Programme zu informieren und für die Bekanntmachung der Rolle und der Errungenschaften der Kohäsionspolitik und der Fonds bei den Bürgerinnen und Bürgern der Union durch Informations- und Kommunikationsmaßnahmen zu den Ergebnissen und Auswirkungen der Partnerschaftsvereinbarungen, operationellen Programmen und der Vorhaben zu sorgen. In 2022 sind da folgende PR-Maßnahmen geplant. Ein Filmprojekt zu 6 EFRE-geförderten Projekten in 6 Bezirken, die im Mai 2020 über Social-Media-Kanäle verbreitet werden. Und
Darüber hinaus Ausstrahlung des zweiten Testimonial-Zusammenschnitts für den ESF im Berliner Fenster im Rahmen der Europawoche. Dann Plakatkampagnen im Mai 2022 an 135 Berliner Citylight-Säulen, Beteiligung an in 2022 geplanten Veranstaltungen, Kommunikationsmaßnahmen und zum Beispiel Wiedereröffnung Pfad der Visionäre, Webportal zur Europawoche, Deutsche Gründer- und Unternehmertage 2022, dann Weiterentwicklung der Webseiten beider Verwaltungsbehörden, insbesondere der Seiten zur Förderperiode 2021 bis 2027, Erstellung von Informationsblättern zu den von beiden Fonds geförderten Projekten, Newsletter, Pressearbeit, Social-Media-Arbeit, auch Produktion eben von Social-Media-Clips und Produktion von Werbemitteln. In 23 geplante PR-Maßnahmen sind Filmprojekte zu weiteren 6 EFRE geförderten Projekten, Beteiligung beider Verwaltungsbehörden an in 2023 geplanten Veranstaltungen und Kommunikationsmaßnahmen, insbesondere dann auch zur Europawoche und Weiterentwicklung der Webseiten beider Verwaltungsbehörden, insbesondere der Seiten zur Förderperiode 2021 und bis 2027. Und dann das Übliche, was ich vorhin schon für 22 gesagt habe, Informationsblätter, Pressearbeit, Social Media, Newsletter. Fragen nach Richtung FDP, ist das damit beantwortet? Ja, vielen Dank. Das wäre der Fall. So, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt in die Lüftungspause gehen für eine Viertelstunde. Also das war so ungefähr so 17, 18 nach wieder bitte starten, weil jetzt steht auch, wer jemand noch was essen oder trinken will, der Wagen vermutlich draußen. Ja? Dann bitte alle den Raum für eine Viertelstunde verlassen. Danke sehr. Ich hoffe, der Senator oder Staatssekretär kommt rein, dann... Er gibt, glaube ich, gerade ein Interview. Doch. Ja, ich weiß, aber einer müsste kommen, das wäre schon ganz gut. So, dann können wir beginnen. Nummer 69, Dienstleistungen FDP, schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann Nummer 70, technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU, SPD, Grüne, Linke, mündlich. Herr Senator, können Sie das beantworten? Oder wollen Sie schriftlich? Ja, ich kann das, ich weiß nicht, wie es gewünscht ist. Schriftlich reicht das oder wollen Sie es gern mündlich? Frage jetzt mal an die Koalition. Mir würde auch schriftlich reichen, aber SPD nickt, Grüne nickt auch, also machen wir schriftlichen Bericht. So, dann haben wir 71 FDP, Ersatz von Personalaufwendungen. Wie wollen Sie das? Gerne mündlich, ist eine kleine Frage. Mündlich, bitte, Herr Senator Schwab. Gerne, Herr Vorsitzender. Ja, warum Wegfall bei der BSR? Die BSR haben 6 Jahre lang Mittel aus dem solidarischen Finanzausgleich in Anspruch genommen. Im Oktober 2020 teilte das Unternehmen gegenüber der Senatsverwaltung für Finanzen und der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie, Betriebe mit, dass der administrative Aufwand für die Kostenermittlung der 4 zusätzlichen Ausbildungsplätze enorm angestiegen ist.
Die von Senfin geforderte detaillierte rechnerische und sachliche Einzelabrechnung wäre sehr herausfordernd. In Abwägung des damit verbundenen administrativen Aufwands sei die BSR zu dem Entschluss gekommen, von einer weiteren Inanspruchnahme des solidarischen Finanzausgleichs Abstand zu nehmen. Mittel wurden für das Jahr 2021 eben auch nicht mehr abgefordert. Und deshalb erfolgte eine Anmeldung im Doppelhaushalt 22 und 23 nicht mehr. Das ist damit beantwortet, Herr Kollege Wolf. Eine Verständnisfrage, das heißt, die Ausbildung zur Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung und Fachinformatiker für Systemintegration werden weiterhin von der BSR angeboten. Herr Senator? Davon gehe ich aus, ja. Dann haben wir 72, Wirtschaftsförderung, SPD, Grüne und Linke. Mündlicher Bericht kann gegeben werden. Dann bitte, Herr Senator. Ja, zu Nummer 1, die Betriebsverlagerung. Die Mittel sollen genutzt werden, um notwendige Betriebsverlagerungen innerhalb Berlins unterstützen zu können, die durch öffentliche Maßnahmen ausgelöst wurden und im wirtschaftspolitischen Interesse des Landes Berlin liegen. Dieser Ansatz oder dieser Teilansatz wurde in den vergangenen Jahren nicht in Anspruch genommen. Dies begründet sich vor allem in den nicht vorhandenen Anträgen für entsprechende Zuschüsse. Es gab zwar Projekte, die von Unternehmen vorgestellt wurden, zu einem Antrag kam es allerdings aus unterschiedlichen Gründen nicht, zum Beispiel Betriebsaufgabe, Nichtrealisierung von Bauvorhaben, aber eben auch Auswirkungen der Pandemie. Für die Jahre 2022, 2023 sind keine Maßnahmen oder Projekte bekannt. Sollten allerdings unterjährige Finanzierungsbedarfe auftreten, muss der Teilansatz im Rahmen der Deckungsfähigkeit gegebenenfalls zulasten eines anderen Titels verstärkt werden. Zu Nummer 2, Förderung von Einzelmaßnahmen der Gewerbe- und Industrieansiedlung sowie Bestandspflege. Mit den Mitteln dieses Teilansatzes sollen durch Einzelmaßnahmen außerhalb bestehender Förderprogramme wie der GRW-Infrastrukturförderung die Standortbedingungen für Unternehmen, insbesondere des produzierenden Gewerbes, gesichert bzw. verbessert werden. Dieser Teilansatz wurde in den vergangenen Jahren, wenn überhaupt, in einem sehr geringen Umfang in Anspruch genommen. Und die geringe Inanspruchnahme begründet sich vor allem in den mittlerweile anderweitig bestehenden Möglichkeiten, die Standortbedingungen von Unternehmen zu verbessern. Zum Beispiel in Titel 45.10 Nummer 8, das sind die bezirklichen Maßnahmen zur Verbesserung der Standortbedingungen, oder 526.09 thematische Untersuchungen. Für die Jahre 22 und 23 sind keine Maßnahmen oder Projekte aus diesem Titel geplant. Sollten, auch hier gilt wieder, sollten unterjährig Finanzierungsbedarfe auftreten, muss der Teilansatz im Rahmen der Deckungsfähigkeit gegebenenfalls zulasten eines anderen Titels verstärkt werden. Zum dritten Punkt Business, ach herzlichen Dank. Zum dritten Punkt Business Location Center, einschließlich Wirtschaftsatlas und 3D-Stadtmodell. Mit den Mitteln soll die kontinuierliche Zwei-Jahres-Aktualisierung des 3D-Modells des Business Location Center gewährleistet werden. Es gibt da immer eine Sommerbefliegung, also für dieses Stadtmodell. Und nach dieser Sommerbefliegung gemeinsam mit Senstadt Wohnen 2020 steht die nächste Aktualisierung in 2022 an. Hier muss die Finanzierung jedoch wieder allein durch unser Haus getragen werden, da eine Sommerbefliegung seitens der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen voraussichtlich erst wieder in 2025 durchgeführt wird.
Für das 3D-Stadtmodell können nur bestimmte Befliegungsdaten und Bilder einer Befliegung im Zeitraum Mai bis September genutzt werden. Daher war eine gemeinsame Zusammenarbeit bzw. Ausschreibung mit den Kollegen von der Stadtentwicklung bisher sehr kompliziert und schwer möglich, weil Sendstadt Wohnen befliegt immer in den Monaten November bis März, in dem das Stadtbild dann auch nicht so begrünt ist, das heißt für deren Zwecke besser sichtbar wird, und sie brauchen auch dafür andere Bilder mit anderen Parametern. Zu Nummer 4, Weiterentwicklung der Zukunftsorte. Ziel meiner Verwaltung ist weiterhin die Sichtbarmachung der Berliner Zukunftsorte und die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft, was für Berlin so wichtig ist, das zu unterstützen. Bestimmte Orte und Bereiche als Zukunftsort hervorzuheben, indem hier in besonderem Maße Qualifizierung umgesetzt werden soll, einen Imagegewinn für das Land Berlin insgesamt bewirken. Damit könnte das Angebot für ansiedlungswillige Unternehmen erweitert werden, die gezielt die Nähe von Wissenschaft und Wirtschaft brauchen und suchen, hervorgehoben werden sollen. Damit die besonderen Qualitäten Berlins hinsichtlich der hervorragenden Ausstattung mit Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, mit ihren nachgeordneten Institutionen und der damit verbundenen großen Zahl gut ausgebildeter und qualifizierter Menschen. Die Aufgaben der Geschäftsstelle sind dabei insbesondere Koordinierungs-, Organisations- und Kommunikationsaufgaben und auch Unterstützung der Netzwerke. Dann Abstimmung, Koordination und Durchführung gemeinsamer Marketingmaßnahmen, das Entwickeln und Durchführen einer gemeinsamen Außendarstellung, auch gegebenenfalls gemeinsam mit Berlin Partner. Dazu gehören auch Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt, Social Media, Pressearbeit, ein zentraler Ansprechpartner für die Zukunftsorte, und zwar aller Zukunftsorte, und die Unterstützung bei der Verstärkung der Kontakte zwischen der so wichtigen Zusammenarbeit oder zwischen den Partnern, wissenschaftliche Einrichtungen und eben ortsansässige Unternehmen in diesen Zukunftsorten. Als Maßnahme wurden in der letzten Förderperiode durch die Geschäftsstelle durchgeführt, regelmäßige Kontakte, Austausch mit den wissenschaftlichen Einrichtungen, Auftritte vor Veranstaltungen, Durchführung von Arbeitsgruppen, Social Media, Pressearbeit, Flyer und was alles dazugehört. Der Steuerungskreis hat für die Jahresplanung 2022 die Schwerpunktthemen Markenbekanntmachung, Vernetzung und auch Employer Brand beschlossen. Die Geschäftsstelle ist mit einer Leitung, einer Referentin und einer Assistentin besetzt und wird, also jeweils Leitung eine Stelle, Referenten eine Stelle und Assistentin eine halbe Stelle besetzt, und wird auch von der Pressestelle der Vista unterstützt. So, vielen Dank, Herr Senator. Dann frage ich jetzt mal, ob das ausreichend ist. Das ist der Fall. Dann kommen wir zur 73, Wirtschaftsförderung AfD, schriftlich oder mündlich? Ja, das hat der Senator mehr oder weniger mit ausgeführt. Ist dann erledigt. Ist erledigt, mit ausgeführt. Dann haben wir 74, Wirtschaftsförderung FDP, auch erledigt. Noch nicht ganz. Der Senator hat ein paar Sachen ausgeführt. Grundsätzlich befürworten wir es ja, wenn mal eine Förderung wegfällt, wenn die nicht gebraucht wird. Ich hätte trotzdem noch mal eine Frage zu Punkt 1 und 2, was dort im Jahr 2021 denn tatsächlich dann abgerufen wurde. Und beim Thema Betriebsverlagerung, die konkrete Nachfrage, ob es vielleicht auch daran liegt, dass keine Grundstücke einfach da sind im Land Berlin, weshalb eine Betriebsverlagerung innerhalb Berlins mitunter schwierig wird. Vielen Dank. Können Sie das mündlich beantworten oder wollen Sie schriftlich, Herr Senator? Ich weiß ja, wenn das Sie schütteln mit dem Kopf, dann würden wir es gerne schriftlich beantworten. Sie schütteln mit dem Kopf, Frau Rode-Mühlenhoff, dann würde ich sagen, dann beantworten wir das schriftlich, wenn Sie damit einverstanden sind.
wäre, glaube dann ich. Dann bitte schriftlich. Danke. Ja, also dann halten wir fest, schriftliche Beantwortung der Nummer 74. So, dann haben wir die 75, SPD, Grüne und Linke, Zuschüsse an Unternehmen zur Soforthilfe, steht hier mündlich. Können Sie das beantworten, Herr Senator? Nochmal grundsätzlich, Sie können immer hier sagen, Sie wollen schriftlich. Ach, da machen wir das mal schriftlich. Da machen wir es gerne schriftlich. Halten wir fest, 75 schriftlich. So, dann haben wir die 76 AfD, gleiche Thema. Machen wir es schriftlich. Auch schriftlich. Dann haben wir 77 FDP, auch gleiche Thema. Nein, es geht jetzt hier um das Investitionsprogramm Berlin Invest. Und da wollten wir ganz gern wissen, warum das aufgestockt wird, obwohl es noch nicht mal gestartet ist. Oder auch im Neustart-Wirtschaftsprogramm finden wir Berlin Invest nicht wieder. Und deswegen bitte ich um mündliche Beantwortung. Gut, gleiche Thema, war gleiche Überschrift gemeint. Unterthema ist natürlich anders, haben Sie recht. Also dann Frage 77, können Sie beantworten, Herr Senator? Ja, die ist relativ leicht zu beantworten, die Frage. Das handelt sich hier um einen redaktionellen Fehler. Die Formulierung Aufstockung ist hier in der Tat, darauf haben Sie hingewiesen, die ist falsch in den Erläuterungen zum Teilansatz 1. Und muss im endgültigen Druckstück korrigiert werden, zumal das Programm jetzt auch nicht Berlin Invest heißt, sondern Berliner Investitionsbonus. Und es ist in der Tat ein neues Programm, was hier aufgesetzt wird. Das damit beantwortet, Herr Kollege? Noch nicht ganz. Das heißt, neues Programm Berlin Invest und Berliner Investitionsbonus sind nicht deckungsgleich, aber die Mittel werden dann für den praktisch, da steht dann zukünftig Berliner Investitionsbonus 10 Millionen für 22 und 10 Millionen für 23. Ist richtig? Herr Senator? So ist es richtig. Dann beantwortet. Gut, dann kommen wir zur... Herr Vorsitzender, Entschuldigung. Ich bin hier hinten hinter den Scheiben immer schlecht zu sehen, Entschuldigung. Deswegen habe ich einfach so dazwischen gesprochen. Weil Sie noch ein weißes Tent haben, Mann. Sie kann man noch relativ gut sehen. Ja. So, bitte, Kollege. Ich winke immer. Nein, ich wollte nur ankündigen, dass wir zur laufenden Nummer 75 noch zwei schriftliche Fragen etwas anders formulieren möchten. Der Senator hat ja ohnehin gesagt, dass das schriftlich beantwortet werden soll. Ich wollte es nur der guten Ordnung halber ankündigen. Wir werden das dann Frau Helm auch per E-Mail schicken. Ja, können Sie machen, aber dann, wie gesagt, bis morgen 12 Uhr. Das ist ja die Deadline. Ja, kriegen wir hin. Prima. Ja, danke. So, dann haben wir jetzt die 78, Zuschuss zur Steigerung der Leistungsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen, SPD, Grüne und Linke, mündlich oder schriftlich, Herr Senator? Gerne mündlich. Zu den Berliner, zum Berliner Start-up-Stipendium. So, mal kurz gucken. Bin ich ein bisschen durcheinander gekommen hier. Ups. Ah, doch, das ist schon die richtige. Also im Rahmen des operationellen Programms des Landes Berlin für den Europäischen Sozialfonds in der Förderperiode 2014 bis 2020 bzw. 2023 Förderung innovativer Gründungen werden innovative Start-ups durch ein Stipendiengeld, zielgerichtetes Coaching, Mentoring und einem Arbeitsplatz in einem Inkubator unterstützt. Die Förderung unterstützt innovative, technische und nachhaltige Lösungen für zentrale gesellschaftliche Aufgaben, zum Beispiel aus den Bereichen Smart City, Bauen, Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Energiewende, Elektromobilität, Gesundheit, Kreislaufwirtschaft und die schon erwähnte soziale Ökonomie. In der Förderperiode 2014 bis 2023 wurde das Berliner Startup-Stipendium im Jahr 2016 erstmalig umgesetzt. Seitdem gab es für die Jahre
16 bis 23 insgesamt 4 Projektdurchläufe sowie einen Sonderaufruf, sodass mit ca. 1.800 Stipendiaten bei ca. 50 Millionen Gesamtkosten gerechnet wird. Bisher sind davon ca. 38% Gründerinnen. Und in der Förderperiode 21 bis 27 rechnen wir, beginnend mit dem 5. Projektdurchlauf ab 23 mit ca. 980 Studienplätzen bei 35 Millionen Gesamtkosten. Ziel ist es, den Anteil der Gründerinnen zu steigern. In den Jahren 24 bis 27 werden pro Jahr ca. 220 Stipendien vergeben und im Jahr 2028 ca. 100 Stipendien. Und da war, glaube ich, noch eine Frage zu den KMU. Genau, die Potenzialberatung sieht die Verbesserung der Arbeits- und Organisationsprozesse bei KMUs vor. Hierbei werden mit Hilfe von externen Beratern und Beraterinnen und Coaches zum Beispiel Verbesserungen in den Bereichen Personalstruktur, Organisation, Marketing, Erschließung von Marktplätzen, Digitalisierung, Vorbereitung auch auf Zertifizierung in Unternehmen identifiziert und umgesetzt. So, vielen Dank, Herr Senator. Ist die Frage dann mündlich beantwortet? Das sehe ich so. Dann kommen wir zur Nummer 79. Kapitalzuführung an die Vista Management GmbH, SPD, Grüne und Linke steht schriftlicher Bericht. Wird dann so gemacht. Gibt es Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die 80. Gleiche Thema im Prinzip. Da geht es um die Gewerbehöfe jetzt. FDP, wollen Sie schriftlich oder mündlich, Herr Kollege? Gerne schriftlich, zusammen mit dem Koalitionsantrag. Dann auch schriftliche Beantwortung, Herr Senator, der 80 zusammen mit 79. Dann die 81 steht hier, TT Anhalten, Einrichtung einer Berliner Turnaround-Gesellschaft, Sanierungsbeteiligungsgesellschaft bei der IBB, SPD, Grüne und Linke. Da gäbe es die Möglichkeit mündlich oder eben schriftlich, wie immer. Wie wollen Sie? Gerne mündlich. Bitte. Vielleicht versuche ich das dann auch gleich mit dem nächsten Punkt in der Synopse 82. 82 dazu, bitte, ja. Die Beteiligungsgesellschaft richtet sich an Unternehmen, die schwerpunktmäßig überregional tätig sind, aber für Berlin volkswirtschaftlich von Bedeutung sind und besonders von der Corona-Pandemie betroffen sind. Das Programm ist grundsätzlich branchenoffen. Ausgeschlossen sind neben den beihilferechtlichen Ausschlüssen, wie zum Beispiel Steinkohlebergbau und Stahlindustrie, Unternehmen des Bereichs Vermietung und Verpachtung, Immobilien- und Projektgesellschaften, Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei und außerdem Unternehmen, für die spezifische Regeln für Finanzinstitute gelten, sowie natürlich auch öffentliche Unternehmen. Es werden grundsätzlich nur kleine und mittlere Unternehmen, also KMU, mit 20 bis 249 Beschäftigte unterstützt. Eine Beteiligung, das ist auch wichtig, ist nur auf Zeit und mit einem vorher geplanten Exit vorgesehen. Zur zweiten Frage, wann soll die Turnaround-Gesellschaft ihre Arbeit aufnehmen? Das Turnaround-Programm und seine nähere Ausgestaltung befinden sich derzeit noch in der Konzeptionierung. Gemeinsam mit der Investitionsbank Berlin konnte bereits im Vorfeld die Öffnung der Liquiditätshilfen für stille Beteiligungen, also qualifizierte Rangrücktritte mit Eigenkapitalcharakter als schnell umsetzbare Lösung identifiziert und umgesetzt werden. So, dann frage ich mal in beide Richtungen, Koalition und in Richtung FDP, ob das beantwortet ist. Koalition sehe ich doch, der Herr Bagioli. Nee, genügt, bitte. Für uns genügt, danke. Ist beantwortet? Ja. Ich hätte noch eine Frage dazu. Sie hatten jetzt die Kriterien der Förderung genannt. Jetzt klingt es so, Beteiligung kann man sich ja nur an Kapitalgesellschaften. Personengesellschaften sind dann von dieser Förderung ausgeschlossen oder von diesem Programm ausgeschlossen. Und habe ich es richtig verstanden, der Primäreffekt, also überregionaler Absatz, ist ebenso Förderkriterium. Das heißt, Einzelhandel,
lokales Handwerk, was nicht über diese 50-Kilometer-Grenze hinauskommt, ist dann auch ausgeschlossen. Ist das richtig so? Und ja, wann startet die Turnaround-Gesellschaft? Die ist ja schon sehr lange projektiert. Herr Senator? Also sie ist, wie gesagt, jetzt schon in der Konzeptionierungsphase. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, wann sie an den Start geht, aber sie wird zurzeit, also das Konzept wird mit der IBB gerade entwickelt. Ich gehe davon aus, dass das in absehbarer Zeit stattfinden wird. Was die detaillierten Förderbedingungen anbelangt, muss ich mal schauen, ob jemand das aus unserem Hause so spontan beantworten kann. Ansonsten würde ich hier auch vorschlagen, dass wir Ihnen das nochmal schriftlich an die Hand geben. Herr Brückner, ich sehe ihn nicht. Ah, da ist er ja. Ja, zugeschaltet. Herr Brückner, ja, super. Ich wollte nur anmerken, also die Kriterien sind nicht an die GAW gebunden mit 50 Kilometer regionalen Absatz, sondern das ist mehr oder weniger formuliert als schwerpunktmäßig. Und die Kriterien quasi werden, wie der Senator ausführte, noch ermittelt. Also keine GAW-relevanten Kriterien. Viel softer, sage ich mal. Danke sehr, Herr Wolf. Ja, vielen Dank zu der Klarstellung. Herr Brückner, vielleicht können Sie auch was sagen zum Thema Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften. Herr Brückner. Da laufen die Gespräche noch. Da möchte ich jetzt noch eine... dass die Ergebnisse vorgreifen. Herr Wolf? Ja, gibt es denn jetzt einen Zeitplan? Weil, wie gesagt, im letzten Haushalt, im letzten Jahr war es ja auch schon budgetiert im letzten Jahr. Und wann ist damit zu rechnen, dass die Turnaround-Gesellschaft startet? Kann das beantwortet werden? Zeitplan? Einen Zeitplan haben wir noch nicht. Wir sind quasi in den Gesprächen noch mit der IBB. Ja, erstmal beantwortet. Gut. So, dann waren wir jetzt bei der 81. Nee, und 82 haben wir jetzt. Dann kommen wir jetzt zur 83. Das ist CDU, das ist Zuschüsse an das SILB zur Sanierung des ICC. Genau, wir freuen uns auf einen Zeit- und Maßnahmeplan, möglichst so genau wie möglich. Dankeschön, schriftlich. Schriftlich, ja. War alle gespannt, Herr Senator. So, 84. Energetische Modernisierung von Wohngebäuden, SPD, Grüne, Linke, schriftlicher Bericht. Dazu Wortmeldung. Das ist nicht der Fall. Dann 85. SPD, Grüne und Linke, Ersatz von Ausgaben der Messe Berlin, auch schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Ist nicht der Fall. Dann 86, Kapitalzuführung an die Messe Berlin, SPD, Grüne und Linke, auch schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist auch nicht der Fall. Und dann kommen wir zur 87, bei dem gleichen Thema jetzt die CDU, Herr Kollege Greff. Genau, auch da freuen wir uns auf den Umsetzungsmaßnahmen und Finanzierungsplan, möglichst monatsscharf. Vielen Dank. Schriftlich. Schriftlicher Bericht auch für 87. So, dann haben wir 88, Infrastrukturmaßnahmen der Hauptverwaltung im Rahmen der GAW. SPD, Grüne, Linke, schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir 89, Infrastrukturmaßnahmen, das gleiche Thema. CDU, Herr Greff, wie wollen Sie es? Ja, gern schriftlich, danke schön. Auch schriftlicher Bericht. Dann haben wir die 90, das ist Anteil an der Straßeneinigung. Titel anhalten, steht hier SPD, Grüne und Linke, schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das Thema bei der FDP. Anteil der Straßenreinigung, Steigerung in den Posten. FDP, wie wollen Sie es, Herr Wolf oder Herr Scheier? Gern schriftlich ausführlicher als mündlich. Also auch schriftlich ausführlicher, das ist die 91. Dann kommen wir zum Nummer 92. Energie, Digitalisierung und Innovation. Energiewendegesetz, SPD, Grüne und Linke, schriftlicher Bericht, die 92, dazu Wortmeldung.
Das ist nicht der Fall. 93 Solargesetz Umsetzung, SPD, Grüne, Linke, schriftlicher Bericht. Dazu Wortmeldung. Das ist nicht der Fall. Dann haben wir 94 Gutachten, SPD, Grüne, Linke, schriftlicher Bericht. Keine Wortmeldung. Dann 95 zum gleichen Thema Gutachten. FDP, wie wollen Sie es, Herr Wolf? Gerne mündlich, da es ja um eine grundsätzliche Erläuterung geht, was damit verbunden ist. Vielen Dank. Gut, grundsätzliche Erläuterung zu dem Thema FDP 95. Herr Senator, Sie haben das Wort. Hier geht es um Gutachten zu rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen Fragen im Bereich Infrastrukturmaßnahmen und auch um die Studien. Jetzt nur die Frage 1, dann brauche ich das nur. Genau. Also aus den gesetzlich verankerten CO2-Einsparzielen und dem ebenfalls gesetzlich fixierten Kohleausstieg ergibt sich die Notwendigkeit zur Neuausrichtung der Berliner Energieversorgung. Ich glaube, dass gerade in diesen Tagen wird keiner an der Notwendigkeit wirklich zweifeln, dass wir hier auch uns neu ausrichten. Dazu gehört natürlich auch die Frage, wie eine optimale Ausgestaltung der Energieversorgungsinfrastruktur aussehen könnte, um den größtmöglichen auch energiestrategischen Mehrwert für die Stadt zu erzielen. Die Mittel sollen für Gutachten zu rechtlichen, wirtschaftlichen und auch technischen Fragen mit Bezug zu Infrastruktur und Energieunternehmen zur Umsetzung der gesetzlichen Klimaschutzziele vor dem Hintergrund sich verändernder Rahmenbedingungen verwendet werden. Konkret vorgesehen sind die Gutachten zur Erörterung strategischer Fragestellungen, wie zum Beispiel, wie kann Gas durch klimafreundliche Alternativen ersetzt werden? Wie muss das Stromnetz ausgebaut bzw. verstärkt werden, um eine steigende Zahl PV-Anlagen und Ladesäulen zu integrieren? Wie können wir eine integrierte Infrastrukturplanung ermöglichen, um Synergien bei der Instandhaltung zu heben und gleichzeitig die größte Klimawirkung zu erzielen? Und welche infrastrukturellen Rahmenbedingungen sind für den Ersatz oder nicht für den Ersatz, sondern für den Einsatz von Wasserstoff im urbanen Energiesystem erforderlich? Vielen Dank, Herr Senator. Frage Richtung FDP. Ist das beantwortet? Ja, vielen Dank für die Beantwortung. Eine Nachfrage. Das Thema Rekommunalisierung ist nicht Gegenstand dieser Gutachten oder doch? Herr Senator? Also explizit ist das jetzt nicht sozusagen Gegenstand, es ist mehr ein strategischer, eine strategische Frage, wo es natürlich auch zu Fragen von Beteiligung kommen kann. Aber das wäre ja sozusagen schon eine Vorwegnahme der Ergebnisse. Die Studie selber ist hier sozusagen wirklich strategischer Natur. Also wie kann Gas durch klimafreundliche Alternativen ersetzt werden? Wie muss das Stromnetz ausgebaut werden? Und dazu können natürlich auch Fragen der Rekommunalisierung auch oder können Fragen auch in der Hinsicht auch beantwortet werden. Aber das wollen wir bewusst ja auch ergebnisoffen gestalten. Aber das wollen wir auch nicht ausschließen. Damit beantwortet ist der Fall. So, dann kommen wir zur 96, Veröffentlichung und Dokumentation im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, SPD und Grüne und Linke, schriftlicher Bericht. Wortmeldung sehe ich nicht. Dann haben wir 97, Auswärtige Städteverbindungen, SPD, Grüne und Linke, schriftlicher Bericht. Wortmeldung sehe ich nicht. Dann haben wir die 98, da geht es konkret um Istanbul. Wollen Sie auch schriftlich oder? Gern mündlich, ist eine kleine Nachfrage. Wie gesagt, das Büro Istanbul wurde ja geschlossen im Rahmen der Wirtschaftsförderung und Shanghai eröffnet zum Beispiel. Da könnte man, ja, warum Istanbul hier noch drin steht, mal nachfragen.
Gut, dann Herr Senator, können Sie zu 98 ist dann wohl was sagen? Kann ich vielleicht auch schnell beantworten die Frage. Also die städtische Partnerschaft, so wie es jetzt in der Frage gestellt ist, ist natürlich nicht geschlossen mit Istanbul, sondern es gibt nach wie vor eine städtische Partnerschaft mit Istanbul. Die Frage zielt vermutlich darauf, dass eben Berlin bis 2016 in Istanbul durch die Außenhandelskammer vertreten wurde. Diese Kooperation allerdings ist dann eingestellt worden, weil diese minimale Vertretung in seiner Struktur auch nicht vergleichbar ist mit den jetzigen Auslandsbüros, die wir in Peking seit 2018 und New York 2019 haben. Letztere sind beide jeweils mit zwei Personen besetzt, die durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft über die Außenhandelskammer eingestellt worden sind. Dagegen war in Istanbul nur ein Mitarbeiter der Außenhandelskammer in Teilzeit mit der Wahrnehmung der Zusammenarbeit zwischen Berlin und Istanbul betraut. Und nach dem Putschversuch 2016 wurde die Kooperation komplizierter und unergiebig, sodass die Vertretung über die Außenhandelskammer dann in der Folge beendet worden ist. Ist damit beantwortet? Ist beantwortet. So, dann haben wir die 99 Dienstleistungen, SPD, Grüne und Linke. Schriftlicher Bericht, Wortmeldung dazu sehe ich nicht. So, das sind jetzt eine ganze Menge Seiten. Dann haben wir die 100. Dienstleistung FDP, auch schriftlicher Bericht, passt dann entsprechend dazu. Wortmeldungen dazu sehe ich nicht. Dann haben wir die 101, Leistung zur Errichtung und den Betrieb von Infrastruktur für Elektromobilität von der AfD. Spannendes Thema, machen wir bitte schriftlich. Schriftlicher Bericht, 101. Dann 102, technische Hilfe für die Durchführung von Programmen der EU, FDP, schriftlich oder mündlich. Kleinen Moment, wir sind bei der 102, ja? Dann bitte ich um mündliche Beantwortung, ja. Mündliche Beantwortung der 102, ist das möglich oder wollen Sie schriftlich? Das ist möglich. Zur Durchführung von Kommunikationsmaßnahmen, unter anderem Website, Content für Webseite, Social Media, Artikel, Brancheninterviews, Filme, Infografiken, Kampagnen, Publikationen, Events und so weiter, zugunsten der IKT, Medien, Kreativ, Digitalwirtschaft im Rahmen der vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, also EFRE, kofinanzierten Landesinitiative Projekt Zukunft werden EU-Mittel zu der technischen Hilfe zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des operationellen EFRE-Programms Berlin stehen der Landesinitiative Projekt Zukunft jährlich EU-Mittel der technischen Hilfe in Höhe von 120.000 Euro zur Verfügung. Diese Mittel müssen durch Landesmittel in gleicher Höhe ergänzt werden, um sie vollständig abzurufen. Die gesamten Landes- und EU-Mittel konnten in den letzten Jahren immer vollständig verausgabt werden. Ist das damit beantwortet? FDP nickt. Dann haben wir 103, Zuschuss an die Digitalagentur GmbH. SPD, Grüne und Linke, schriftlicher Bericht. Wortmeldung sehe ich nicht. Dann haben wir die 104, Wirtschaftsförderung, SPD, Grüne und Linke, schriftlicher Bericht. Wortmeldung sehe ich nicht. Dann haben wir die 105, Wirtschaftsförderung, die CDU zum Thema Elektromobilität. Schriftlich, bitte, danke. Sie haben gesagt, auch schriftlicher Bericht. Auch schriftlicher Bericht der 105 durch die CDU. Dann haben wir die 106 FDP-Wirtschaftsförderung, steht schriftlicher Bericht da. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die 107, Zuschüsse an Unternehmen für besondere Aufgaben, SPD, Grüne, Linke, schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die 108. Das Thema ebenso, hier bezogen auf Luft- und Raumfahrtausstellung, AfD. Wie wollen Sie es haben? Da freuen wir uns ja, dass die dann wieder stattfindet und das machen wir schriftlich. Auch schriftlicher Bericht der 108. Dann haben wir die 109,
Ebenso das Thema hier jetzt um Smart Mobility, FTP, schriftlich oder mündlich? Gern mündlich. Herr Senator, können Sie 109 mündlich machen oder wollen Sie schriftlich? Naja, wir beantworten die Frage ja ohnehin schriftlich. Also das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen redundant. Wenn Sie gestatten, Herr Vorsitzender, würde ich das gerne schriftlich Ihnen geben. Das ist Ihr gutes Recht. Dann machen wir die 109 schriftlich. Dann haben wir 110 Zuschüsse an Einrichtungen der internationalen Kooperation. Titel anhalten, SPD, Grüne, Linke, schriftlicher Bericht. Wortmeldung sehe ich nicht. Dann haben wir die 111, das gleiche Thema, da geht es aber um konkrete Frage. CDU, Herr Greff, schriftlich oder mündlich? Schriftlich, danke. Schriftlich für die CDU, 111. Dann haben wir 112, jetzt das Thema aus Sicht der AfD, auch schriftlich? Bitte ja. Auch schriftlich. Dann haben wir 113, FDP, gleiche Thema, im Grundsatz schriftlicher Bericht hier angefordert. Gibt es Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die 114, sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland, Titel anhalten, SPD, Grüne und Linke, schriftlicher Bericht. Gibt es hierzu Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die 115, das ist das Thema der AfD bezogen auf die Clubszene, schriftlich oder mündlich? Schriftlich. Schriftlich die 115. Dann haben wir die 116, das ist die FDP mit dem Solarzentrum, schriftlich oder mündlich, Herr Kollege? Gern mündlich. Mündlich, bitte. Dann die 116, Solarzentrum. Können Sie das beantworten, Herr Senator? Das ist komplexer. Da würde ich darum bitten, die schriftlich zu beantworten, die Frage. Gut, dann ist es so. Schriftliche Beantwortung der 116. Dann kommen wir zu 117, Innovationsförderung, SPD, Grüne, Linke, schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Thema 118 oder zum Punkt 118, auch Innovationsförderung für die Mobilitätswende, AfD. Da bitte auch schriftlich, ergibt sich ja logisch. Schriftlicher Bericht, die 118. Dann kommt das Thema 119 bei der FDP. Ja, ich hatte es im Plenum ja schon angekündigt, dass wir gerne ein paar Details dazu haben wollen. Jetzt haben wir gesehen, dass die Koalitionsfraktion da auch um Erläuterung bittet. Wenn dem so ist, dann schließen wir uns der schriftlichen Beantwortung an. Ja, macht, glaube ich, Sinn, dass wir dann das auch schriftlich machen. Gut, also die 119 auch schriftlich. Dann haben wir die 120, Zuschüsse für Investitionen zur Unterstützung des Solarausbaus, SPD, Grüne und Linke, schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die 121, investive Zuschüsse für die Installation von Solarenergieanlage. SPD, Grüne und Linke, schriftlicher Bericht. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die 122, alle Titel anhalten. SPD, Grüne und Linke. Damit ist es getan mit dem Anhalten des Titels oder soll dazu noch was gesagt werden? Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann haben wir die 123. Auch das Thema Energie, FDP, das Wasserstoff, das Thema ist ein schriftlicher Bericht angefordert. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir die 124 Zuschüsse an Gesellschaften. FDP ist auch ein schriftlicher Bericht, da geht es um Berlin Energie angefordert. Gibt es dazu Wortmeldung? Das ist auch nicht der Fall. Und damit sind wir durch die Synopse durch? Ich sehe jetzt zur Synopse selber keine Wortmeldung. Dann darf ich feststellen, die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe wird gebeten, die angeforderten Berichte bis zum 25. April, 12 Uhr, in Form einer Sammelvorlage, also nicht einzeln, direkt an das Ausschussbüro digital zu übermitteln. Damit wäre die erste Lesung beendet und Punkt 1 der Tagesordnung wird vertagt auf unsere übernächste Sitzung der zweiten Lesung,
die am 11. Mai 2022 wieder um 14 Uhr stattfinden wird. Da wird es dann also neben der Diskussion über die Berichte dann auch die Generalaussprache und die entsprechenden Entscheidungen geben. Dann ist der Tagesordnungspunkt abgeschlossen. Dann kommen wir zu Punkt 2, Verschiedenes. Die nächste Sitzung ist aber erstmal keine Haushaltssitzung, sondern eine normale Sitzung. Die findet statt am Mittwoch, dem 27. April, also nach der Osterpause von 14 bis 17 Uhr. Und ich darf die Sprecherinnen und Sprecher bitten, auf ihren Plätzen zu bleiben, damit wir die Tagesordnung entsprechend vereinbaren können. Und allen anderen darf ich mich bedanken für die doch sehr konstruktive und zeitlich gut laufende Sitzung. 17 Uhr ist deutlich besser, als wir uns vorgenommen haben. Also vielen, vielen Dank an alle und schönen Abend, gute weitere Termine. Vielen Dank und dann Sprecherrunde.